Herzlich willkommen zurück. Montagabend, GSMF GT3 Cup. Ich begrüße euch recht herzlich hier und hoffe mal ganz schwer, dass ihr richtig, richtig viel Spaß habt, weil wir haben den, nämlich allein nur schon dadurch, um den Stream hier wieder in die Gänge zu bringen. Ich sage herzlich willkommen zu Jens Purkott und Olli Hönig. Hallo ihr beiden. Ja, einen wunderschönen guten Abend. So, ja, das war jetzt mein Fauxpas. Ich hätte vielleicht einen nach dem anderen, so haben sie beide zur gleichen Zeit geredet. Ja, Olli hat uns hat den Jens in Monaco vertreten. In Brands Hatch konnte er nicht da sein, da war aber Jens wieder da und heute sind wir zu dritt und alles ist schön und wir machen uns hier richtig viel Spaß, haben uns das hier wirklich gemütlich gemacht. Hier in Sandford, live aus Sandford, und jetzt hoffen wir mal, dass wir im Warm-up alles das nachholen können, euch zu erzählen, was wir nachholen müssen, weil wir haben nicht zwei Qualifyings hinter uns gebracht und ich hoffe mal schwer, dass wir das jetzt hier auch noch irgendwie vermittelt kriegen. Ja, mit Sicherheit. Wir haben im Hintergrund hier alle möglichen Daten gesichert und abgespeichert und werden gleich noch was erzählen können, wie es zumindest im Qualifying gelaufen ist. Genau. So, ich komme jetzt aber hier nicht mehr in den RRD. Also irgendwie ist heute wirklich mehr als der Wurm drin. Also der Screen vom Ergebnis zweite Qualifying ist im Dateibrowser, falls da irgendwas abgeraucht war. Ja, kurz vor Ende hat sich nochmal die Reihenfolge verändert. Ich habe es zum Glück danach noch speichern können. Was? Ich habe doch bei 0 Minuten gehabt. Ja, da sind ja noch ein paar Leute über die Start-Ziellinie gefahren. Ach, Cheater. Gibt's nicht. Ja, Jens, erzähl du mal einfach. Ich versuche mal derweilen, mein RID hier zum Laufen zu bewegen. Ja, wunderbar. Also, ich habe hier, denke ich mal, das finale Ergebnis vom zweiten Qualifying. Da ist nicht wirklich überraschend der Alex Rambo wieder auf die Platz 1 gefahren, also auf die Pole Position. Gefolgt, wie man es auch schon in Hotlaps sehen konnte, von Christian Rückert, der sicherlich sich hier einiges vorgenommen hat, nachdem er so einen Totalausfall hatte in Brands Hatch. Auf Platz 3 haben wir Robin Hasse. Das ist sicherlich mal ganz interessant. Direkt gefolgt vom Achim Krause, der so ein bisschen Höhenluft jetzt schnuppert. Julian Siegelbiedel auf der 5, Marius Schilly auf der 6. Dahinter erst Sandro Petrocello und René Herzig in der vorletzten Startreihe des zweiten Qualifyings. Und auf Platz 9 haben wir den Sascha Landgraf und auf 10 Marco Meyer. Die Jungs bilden also hier die Top 10. Und da wir das gerade ja noch nicht vorgelesen haben, wo ihr alle dabei wart, verlesen wir auch nochmal die restlichen Startplätze. Damit haben wir auf der 11 den Robert Stratner, gefolgt von Tom Krüger, Dennis Erner, Daniel Streble auf der 14, Andreas Oehrlich auf der 15, Fred Dunke auf der 16, auf der 17 Maxi Wolter, 18 Andreas Braun, 20 Enrico Herzig, auf der 21 Michael Wirz, 22 Michael Wenzel, 23 Phil Ostaszewski, 24 Dirk Sassmannshausen, 25 Alex Schweiger, auf der 26 Kurt Mildenberger, 27 Kai Matt, 28 Felix Appelt, 29 Ole Schulz, 30 Daniel Borowski, auf der 31 Frank Flipsen, 32 Steffen Schreplow, 33 Jürgen Engelhardt, 34 Lars Borkowski und auf der 35 den Yves Nekus, der durfte kein Qualifying fahren. Und jetzt spiele ich einfach mal den Lutz und sage, der Mann heißt nicht Alex Schweiger, sondern Axel Schweiger. Verdammt, jetzt habe ich mich so auf Borkowski konzentriert. Oh Mann, Jens, du verlierst heute alles. Nö, der Olli hat sich gerade für qualifiziertes Ergebnis des ersten Rennens im Alleingang vorzulesen. Genau. Habe ich erwähnt, dass ich Legasthemiker bin? Ja, macht dir nichts. Wir soufflieren dir. Ja, großartig. Also gut, mittlerweile läuft hier tatsächlich alles und bleib mal gespannt, ob dem auch so das so weitergeht. Und ja, was machen wir hier eigentlich außer Porsche fahren und Sandford fahren? Wir fahren heute eine zweite Wertung und zwar die Gentleman's Driver Wertung und die ist relativ wichtig, weil wir haben ja ein wirklich großes Starterfeld, fahren aber nach wie vor nach
dem originalen Reglement. Das heißt, für die ersten 15 Plätze gibt es Punkte. Und das ist natürlich dann, wenn man permanent, ich meine, wenn man hier 22. wird, ist man im Fahrerfeld von 40 Startern kein schlechter Fahrer. Und deswegen gab es die Anregung aus der Community, eine zweite Wertung einzuführen, die sogenannte Gentleman Drivers Wertung. Und somit gibt es ab dem 20. Platz hier heute eine separate Wertung, auf die wir heute noch nicht so sehr eingehen werden, weil sie ja nun mal gerade erst beginnt. Also frühestens zum nächsten Lauf, zum nächsten Renntag, werden wir darüber ein bisschen was erzählen können. Aber was wir tatsächlich sagen können, ist, was wir hier momentan überhaupt in der Wertung haben. Und zwar haben wir hier einen sehr, sehr deutlich führenden Alex Rambo, die Saison anführenden Alex Rambo, der wirklich, ja, wie soll ich sagen, also das Ganze doch ja, ein bisschen unspannend gestaltet, aber im Großen und Ganzen, wir haben es vorhin schon gesagt, wir haben die stille Hoffnung, so wie der bei Robert Stratner der Knoten geplatzt ist, jetzt weiter vorne als den 10. Platz zu fahren. Gut, heute hat es nicht ganz so geklappt, ist nur 11. geworden im Qualifying, aber so hoffen wir mal, dass, nee, hoffen wir nicht wirklich, aber wäre schon ganz nett, wenn der Alex noch so ein paar Böcke schießen würde, wie in Brands Hatch. Und ja, ich sag mal, 379 Punkte vor dem Zweitplatzierten mit 260 Punkten, 8 Siegen, 5 Pole Positions. Da braucht man nicht mehr so sehr viel sagen. Olli, hast du sowas schon mal gehabt in deiner Karriere? Du persönlich? Nö. Alles klar. Also ich habe das zwar bei anderen Fahrern auch schon mal erlebt, dass die sehr, sehr dominant gewesen sind. Mir ist das leider noch nicht so zuteil werden dürfen können sollen. Aber ja, geile Leistung, muss man einfach sagen. Ja. So, René Herzig haben wir auf Platz 2, wie gesagt, mit 260 Punkten. Danach wird es eigentlich erst spannend. Sascha Landgraf 254, Sandro Petrocello 252, Thomas Wickler 251, der sich heute, gute Besserung an den Thomas, sich aus dem gleichen Grund fernhält wie Jens in Monaco. Achim Krause 248 Punkte, Christian Rücker 244 Punkte. Also wir sind hier zwischen Platz 7 und Platz 2 innerhalb von 16 Punkten, wenn ich das hier richtig sehe. Also unglaublich eng, und den Alex, den kriegen wir auch noch eingebremst, wenn es denn halt mit Strafgewichten sein muss. Also irgendwie kriegt man den hier. Ja, aber sagen wir doch mal ehrlich, der Alex fährt da vorne rum, aber was hat er da vorne? Der wird fast das ganze Rennen nicht gezeigt, ja, er hat keine Zweikämpfe, fährt ständig alleine. Also eigentlich macht er alles falsch, was man falsch machen kann, oder? Genau. Ja, definitiv. Ja, so gewinnt man keine Sponsoren. Genau. Ja, also nächste Saison sind die ganzen Sponsoren verlustig gegangen und Lutz, du bist da, ich bin auch gefragt worden, warum fahren wir nicht ein größeres Auto, zum Beispiel in Dubai oder so, sag ich, nö, warum? Die Großen überholen uns so oft, da sind wir so oft im Fernsehen, das freut die Sponsoren, also dementsprechend hat alles gepasst. Genau. So, ich hoffe mal, wir haben alles soweit vermittelt. Nee, haben wir noch nicht. Jens, machst du noch die Teamwertung? Verdammt, ich war so gut vorbereitet auf die Fahrerwertung. Ja, dann ist ein Button daneben. Machst du oder soll ich? Nein, ich mache natürlich. Okay. Also auf Teamwertung ist ein bisschen spannender. Da haben wir auf Platz 1 X-Factor Racing Team mit 526 Punkten, gefolgt von BMS Racing 2 mit 515, direkt dahinter Fastlane mit 495. Also da kann man schon sagen, wir haben noch wirklich einen deutlichen Dreikampf an der Spitze. Dann gibt es einen deutlichen Abbruch nach hinten zu The Jokers Sim Racing Team mit 364. Team Jägermeister, das sind glaube ich die Herzig-Brüder auf der 297. LSF Racer 256 Punkte, Konrad Motorsport 182, Black Forest 179, also wir haben mehrere Grüppchen, wo es sich so ein bisschen knuddelt, wo Positionsverschiebungen sicherlich möglich sind, aber gerade in der Teamwertung haben wir noch den Dreikampf an der Spitze, auch da sollte man Augenmerk drauf haben. Ja, Warm-up ist jetzt auch schon vorbei, sehe ich gerade. Wer kriegt den goldenen Donut? Sandro Petrocello. Den hat man noch nicht da vorne. Der kriegt den goldenen Donut, der hat das Warm-Up gewonnen. Ah ja, okay, nee, der stimmt. Der, ja, Mensch, herzlichen Glückwunsch. Was eine Leistung. Gucken wir mal.
Auffällig sind die Zeiten. Wir haben hier eine 37er, ansonsten nur 38er und 39er aufwärts. Wir sind gerade im Qualifying wirklich 35, 36er gefahren. Da kann man mal sehen, wie viel Sprit anscheinend wirklich ausmacht. Ja. Also Gewicht. So, meine Damen und Herren, wollen wir der Spannung endlich oder die Spannung endlich lösen und uns hier mit unserer eigentlichen Aufgabe beschäftigen, nämlich Rennen fahren. Und das passiert in diesem Moment. Ach, jetzt labert er. Da ist gar nicht mehr hier dieses genau, sondern da haben wir jetzt eine nette junge Dame. Da habe ich noch gar nicht so richtig zugehört, was die erzählt. Die ist jedenfalls besser zu verstehen. Ich glaube auch, dass der Originalspotter, das ist John Kamei selber. Also da bin ich mir sicher. hat er sich wohl nicht nehmen lassen. Aber trotzdem, alles gut. Und jetzt, denke ich mal, werden wir in Kürze hier das Übliche erleben, nämlich Leute klicken auf Rennen und, nee, die fahren gar nicht raus. Ey, guck dir das an. Wow. Fahren nicht raus. Wow. Doch, jetzt. Aber die Ampel ist schon grün. Normalerweise, Olli, im Simracing ist es so, du hast in dem Moment, wo man in die Server-Session, in die Renn-Session schaltet, den Server, muss man noch 30 Sekunden warten, bis die Boxenampeln grün werden. Und egal, wo du hinschaust, überall, so wie die Session ist, zack, rauf auf Fahren und dann vor an die Ampel. So, und dann stehen die da alle. Und von hinten, und wenn das so ein Fahrerfeld ist, ne, von hinten kommt jetzt einer angebrettert bei einer langen Boxengasse, ne, dann verbremst der sich in der Box und dann schiebt der so die ersten über die rote Ampel raus, weißt du? Super. Dann sind die disqualifiziert, beziehungsweise, nee, die müssen dann aus der Box starten oder so eine Scherze. Hat schon für jede Menge Dresche gesorgt, also virtuelle. Also, coole Nummer. Und hier gibt es wirklich jedes Mal klare Ansage, lass das. Wartet die 30 Sekunden ab, fahrt dann raus, sodass ihr flüssig über diese Ampel drüber fahren könnt. Und ja, und heute muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich das. Jetzt wollte ich es endlich mal zeigen. Und heute machen die alles richtig. Ist ja echt. Boah, für Effekt. Ja, grandios. Gut. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass wir die erste Kurve heute mehrfach zeigen müssen, um die ganzen Situationen einzufangen. Olli, jetzt vielleicht jetzt mal wirklich. Gut, du warst hier hauptsächlich mit dem Motorrad unterwegs, sagst du. Mhm. Die erste Kurve hier in Sandford, ich meine, jetzt ist vielleicht ein gewisser Unterschied zum Auto, aber... Ist ja interessant, weil hängend... Richtig. Wird sehr gerne unterschätzt, so wie ich das mitgekriegt habe. was dann in... was, ja, wie sagt man so schön, das macht sich in den Verkaufszahlen von Polituren danach immer bemerkbar. Okay, ja. Das mag sein. Und ich meine, Porsche hat ja, ich glaube, ist der einzige Hersteller, der so einen Aufwand betreibt für seine Rennserien dann mit diesen ganzen Ersatzteil-Trucks da auf der Strecke. Ich meine, die sind ja da auch nicht umsonst, ne? Das wäre ja auch blöd. Och, dahin fahren, ja, nichts verkaufen. Also es ist eigentlich Ressourcenvergeudung, wenn die nichts zu tun haben. Mhm. Aber generell ist das so, ob das jetzt Porsche ist oder auch normale Rennen, wo mehrere verschiedene Automarken mit dabei sind, was da an Ersatzteilen und an Karosserieteilen mit rumgesteppt werden, das ist enorm. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber gut, das nochmal, das ist Tourenwagensport. Das sind alles keine Nasenbohrer und das bedeutet halt auch, da muss halt auch mal eine Tür leiden. Ja, richtig. Oder eine Stoßstange oder ein Auspuff. Ja. Ist immer schön, wenn man dem Vordermann so aufs Auto fährt, dass der Auspuff verbiegt, weil dann fehlt ihm nämlich Leistung. Okay. So, wir wollen mal hoffen, dass wir hier... Ah, schade, kriegen wir nicht. Jetzt gehen wir mal auf unser Auto und schauen uns das mal so an. Da sind wir ein bisschen weit weg. Wir zoomen mal etwas ran. Ich möchte euch mal bitten, die Maus... Schöner Sand im Kies. Ja. Maus nicht zu bewegen, weil wenn ihr das tut, dann verrutscht das Bild ganz doll. So, und jetzt haben wir hier eine Grid von 35 Fahrzeugen und wir wollen mal hoffen, dass die alle einigermaßen sauber durch die erste Kurve kommen. Wir haben schon auf Strecken, wo wir gesagt haben, oh, hier geht alles gut, haben wir die wildesten Unfälle gesehen und auf Strecken, wo wir gesagt haben, hier scheppert's,
Ich erinnere nur an Monza, da ging alles gut, alles wunderbar. Und ich meine, wo ist der Klassiker? Also klassischer geht es gar nicht mehr als ein Startunfall in Monza in der ersten Schikane. Ja, so, jetzt ist es soweit. Ampeln sollten angehen. Nur Formation Lab. Genau. Ja, und immer wieder beeindruckend, ne? Wie lange wir jetzt die Kamera hier auf einem Punkt halten können und die Autos fahren und fahren und fahren. Also, es ist schon echt klasse. Upsala, Da und hatte da ich gibt es schon der recht. Erste, der fährt in die andere Richtung. So, Das diese ist. warpenden Autos bitte ich zu entschuldigen. Wer eine Idee hat, warum das so ist, es sind 40 sichtbare Fahrzeuge eingestellt, es ist keine Totalreduzierung eingestellt. Wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Offline funktioniert alles wunderbar, online haben wir nur Wer hat sich Chaos. denn da gedreht? Wobei der darf ja natürlich jetzt auch in seine ursprüngliche Startaufstellung normalerweise Ja, wieder rein. aber er darf nicht jetzt auf der Strecke sich dahin fahren, sondern er muss da bleiben, wo er sich eingeordnet hat und dann in der Startaufstellung dann darf er auf seine Position fahren. Ja, das hatten wir beim 24 hier in Dubai auch. Genau vor mir hat sich einer gedreht. Ich finde das immer recht interessant. Ich würde dann so am liebsten mal in die Gesichter des Piloten gucken. Ich hatte das vor 2 Jahren. Mein Fahrerkollege auf meinem Auto hat wirklich das Auto in der Einführungsrunde, ich habe ihm noch gesagt, pass auf, du hast kaltes Licht, neue Bremsen, hat er den rausgesemmelt, aber so brutal in die Leitplanken reingeknallt, dass der Wagen ja einmal wirklich komplett Schrott gewesen ist. Waren wir natürlich begeistert. Aber gut, sowas Ja, das, ich passiert. glaube, hier haben wir den gesehen, der da eben Andreas hochgehalten. Braun müsste das gewesen sein, Ja. wenn ich dem Monitor hier trauen Ja, darf. da hatten wir einen mit deutlichem. Was ist jetzt? Ah, okay. So, dann gehen wir mal wieder dahin, wo wir hingehören. Wir sind aber live, das heißt, wir sind nicht im Replay. So, wir sind hier beim Führenden bei Alex Rambo. Ja, und direkt dahinter der Christian Rückert, der muss so ein bisschen was gut machen, weil Brands Hatch, wie gerade schon gesagt, war ja eine absolute Nullnummer für ihn. Und nicht nur das, er hat auch noch Bootstrafe kassiert, weil er hat ja mit einem beschädigten Auto da irgendwie völlig im Weg rumgestanden. Und dafür hat er die Strafe bekommen. Er hat allerdings auch, als er dann schon überrundet war, noch mit den Herrschaften hier gefightet wie ein Mann. Was sehr nett anzusehen war. Aber das soll es dann auch nicht sein. Wenn man überrundet ist, muss man den anderen nun mal, wenn es blaue Flaggen gibt, muss man vorbeilassen. Das nützt nun mal nichts. Ja, so. Ja, schade mit diesem Bild hier am Start, dass das da hinten, dass wir nicht alle Autos sehen. Es ist wirklich schade, aber es ist leider momentan nicht zu ändern. Ja, da kommt noch einer aus dem Nichts. Ja, der geht wieder auf seine ursprüngliche Genau. Position. So, Ampeln sollten kommen, da sind sie. Und ab geht's dafür. Ui, ui, hat der Christian Rückert gezuckt vorher? Oh, hinten schon der Oh, da Erste in der hinten Leitplanke, ist oder? schon irgendwo. Wir versuchen das mal hier ein bisschen Ne, der mitzuverfolgen. Oh, da dreht sich Oh, einer da mitten im scheppert's, Bild. da scheppert's. Genau. Eieieiei. Ich glaube nicht, der Christian Rückert hatte gezuckt, sondern der Robin Hasse, ne? Müsste man nochmal gucken. Eieieiei. Gut, aber alle sind irgendwie wieder. Ja, und der Christian ist am Robin vorbei. Ja, schauen wir Der Robin ist mal. am Christian vorbei, so rum, ja. Schauen wir mal. Wir machen das mal an Naja, hier. andersrum, ne? Hasse Ja. sehen wir da als Dritten. Na, nun fang an, genau, und jetzt geht's los, aber sieht mir ehrlich gesagt nicht danach aus. Aber wir versuchen mal rauszukriegen, was hier passiert ist, wen es hier erwischt hat. Ach, die schieben leider alle raus. Ja, wir haben leider Replay, Alex. Also wir gehen jetzt mal wieder live. Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Wenn ich denn jetzt auch ein Fahrzeug kriegen würde, da haben wir es. Und jetzt machen wir erstmal die blöden Fähnchen wieder aus. Wunderbar. So, Robin Hasse ist zurück auf 2, ist wieder vorbei an Christian Rückert. Oh, was ist.
Hä? Nee, das ist nicht Rückert. Moment, da ist Rückert. Einen davor, ja. Ja, genau, Achim Krause ist auf 4, ne? Achim Krause ist auf 4, genau. So, jetzt haben wir die richtige Reihenfolge. So, Julian, zeig den Jungs mal, wie es geht. Räum das Feld mal von Platz 5 jetzt auf, hast du verdient. Julian hat tatsächlich, hat er allen Platz gut gemacht? War der nicht Sechster? Schon zu lange her. Ah, ich dachte, du hast den Screenshot noch. Nee, habe ich gerade irgendwie weggeklickt, aber Marco Meyer hat irgendwie 3 Plätze gut gemacht. Der war ja Zehnter. Ja. Da gab es ein bisschen Bewegung in dem Bereich. Der Sandro Petrocello ist zurückgefallen, bis auf die 12. Dirk Sassmannshausen ist auch ganz weit hinten gelandet. Den hat es auch zerrissen, glaube ich. Ja, just in diesem Moment, glaube ich. Der wird immer weiter durchgereicht jetzt. Ja. So, dann gehen wir mal gucken hier vorne. Ja, Krause, ich glaube, das ist einer der Piloten, die heute für richtig Action sorgen werden. Wenn der denn sein Lauf von Brands Hatch hier fortsetzt. Und momentan sieht es gar nicht mal übel aus für ihn. Also der macht hier richtig Betrieb. Ja, für den Alex ist das natürlich jetzt auch wieder hier eine Luxussituation mit dem Robin Hasse dahinter. Der hält den Christian jetzt so ein bisschen von seinem Heck fern. Genau. Sehe ich das richtig? Der Enrico Herzig ist ganz nach hinten gerutscht, auf dem letzten Platz. Ja, dann wird's. Ich bin mir nicht sicher, welches Auto das war, welches da zuerst gedreht wurde. Also der Enrico Herzig und der Phil Ostaschewski waren beide an der Box. Da gab es also wohl einen deutlichen Vorfall. Der Felix Appelt ist leider ausgeschieden. Ah, okay. Dann wird es denen das Auto wohl völlig zerrissen haben. Ja, wir sehen ja den anderen Windschatten-Duell auch jetzt gerade hier aus dem Bild fahrend. Aber die Gerade ist einfach nicht wirklich lang. Aber ich habe es mal tatsächlich geschafft, man kann da auch außen rum erholen. Wenn man sich daneben bremst, irgendwie nebeneinander durch diese Bergauf links, rechts kommt und dann kommt diese enge Linkskurve. Wenn man es schafft, bis dahin daneben zu bleiben, dann hat man es gewonnen. Oder hat man es geschafft. Ja. Ja, die Lücke tut sich auch vorne. Ja. Ja, das ist jetzt sehr schade. Durch diesen Startunfall ist das Feld natürlich auseinandergezogen. Wenn wir mal schauen, von Platz 8 zu 9 sind 52 Sekunden Unterschied. Nee, stimmt gar nicht. Ach, so groß ist das gar nicht. Ja, wir haben von 12 auf 13, da haben wir, ja gut, da haben wir 3 Sekunden Unterschied, glaube ich, ne? 4 ja. Sekunden fast. So, gucken wir mal noch ein Stück weiter hinter. Julian Siedenbiedel, wie gesagt, der fährt hier fast unbelastet, weder nach vorne noch nach hinten hat er irgendwelchen Stress. Sascha Landgraf, Marco Meyer, dann haben wir hier auf der 8 Andreas Oerlich, auf der 9 Daniel Streblow. Wo kommt der denn her? Menschenskinder. Der war doch nicht in den Top 10, ne? Nee. Nee, und auf der 10 haben wir dann den Sandro, der schon wieder 2 Plätze jetzt gut gemacht hat. Ja, und dahinter geht es richtig ab. Der René greift gerade den Dennis Erner an auf 11 und 12. Da sind wir auch. Der Dennis behauptet sich hier aber. Jetzt versucht das innen. Na, war ein bisschen spät auf der Bremse. Aber gut. Ja. Nebeneinander ist das ungefähr das, was du sagtest. Oh, und da ist schon wieder jemand neben der Spur. Frank Flipsen. Ja, Überrundung wahrscheinlich. Ja, der ist letzter hinten. Ja. Er versucht sich gerade in Luft aufzulösen. Ja, das ist doch ein schönes, hartes Duell. So mögen wir das. Ja, René Herzig ist normalerweise eher... Ah, hier war der Fehler. Oh, ja, ach, jetzt müsste René, ja, René ist durch. Ja, er ist durch. Aber ich glaube, da kannst du direkt mal eine Position nach vorne schalten. Gern Jägermeister. Genau, hier geht's gleich weiter. Daniel Streblow gegen Sandro Petrocello. Der hat sich nämlich gerade durchgesetzt. Ja, der Sandro hat wirklich vom ersten Tag an hier eine exzellente Performance gezeigt. Und mit dem dritten Platz heute im Qualifying, ja, also immer in den Top 10, die Jungs.
zusammen mit seinem Kollegen Marco Meyer. Joker Sim Races, Sim Racing, genau, so rum. So, gucken wir noch ein Stück weiter nach hinten, dass wir uns nicht wieder vorwerfen lassen müssen. Wir zeigen das nicht. Der Daniel Schrebler kommt übrigens von 14. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Ah, okay. So, Micha Würz hier auf der 14. Der fährt da, wo der Daniel Schreblo herkommt. Jetzt weiß ich ganz genau, wie der Michael jetzt wieder, im Fahrersitz sitzt. Aber er ist durch. Ja. Oder? Nee, noch ist er nicht durch. Doch jetzt. Doch, ist durch. Ei, ei, ei. Boah, alter Schwede. Da hat der Kai Matt aber zurückziehen müssen, sonst hätte er nämlich den Michael, den Michael gut umgedreht. Ja. An dieser Spitzkehre kann man auch hervorragend umdrehen. Du kommst ja über diese Kuppe drüber und musst dann das Auto zusammenbremsen. Ah, da sind die so leicht auf dem Heckel. Ja, und hier dieser Hückel da drin, da springt wirklich hinten rechts der Wagen, springt richtig in die Höhe. Und dann ist natürlich mit Stabilität gar nichts mehr. So, Maxi Wolter macht hier richtig Alarm. Opa, das hier, finde ich, ist immer eine ganz wunderbare Stelle, um anzugreifen, genauso Manöver zu fahren. Hat er gut gemacht, Ja, aber es ist noch nicht vorbei. Aber jetzt kommt, jetzt müsste doch gleich wieder die rechts kommen, ne? Ja, es kommt diese schöne Schikane, ja, aber er ist vorbei. Ja. Das kann man echt mal, das ist eigentlich so eine Doppelrechts, die man eigentlich mit dem großen Bogen fährt. Und der Mario Schini versucht auch noch an Kai Matt vorbeizukommen, pass auf. Ja, ich denke mal, ich denke mal, der lässt die erstmal da vorne sich ein bisschen betteln. Ja, grandios. Ja, dann ist es ja doch noch ein bisschen besser geworden, als der Start vermuten ließ. Ah, der Christian, ich hab's hier im Auge, macht vorne richtig Druck auf den Robin Hasse. Der will natürlich da vorbei und nach vorne fahren. Aber ist nicht so einfach. Ja, wo ist denn eigentlich unsere Wall? Wo ist eigentlich Robert Schadner? 20. Ja, auf 20. Ja, der Mann ist der am zu schwierigsten überholende. Ich weiß. Ja, achso, ja, stimmt. Hast du erzählt, ja. Aber ich finde das einfach gut. Wo ist denn hier The Wall? Ja. Nach Berlin. Ja. Die Jungs davor fahren dann nebeneinander Rad den Berg hoch. Ja. Ja, ich denke, der Maxi und der Kai, die geben sich das noch richtig. Ja, ist erstaunlich. Also, dass der Kai sich da so geschlagen gegeben hat oder so überrumpeln hat lassen. Also, aber jetzt lässt er doch ein bisschen abreißen. Na, hier kommt er aber gut ran. Rambo, neueste Rennrunde. 1, 6, ja, der kann ja auch 1. vorne schön frei wegfahren, ne? Ja. Und hat auch schon über 4 Sekunden Vorsprung auf den zweiten. So. Aber ich glaube, wir sollten mal auf die 8 gehen. Ich glaube, hier ist es noch viel, viel enger. Genau. Andreas Oehrlich macht hier Alarm gegen Marco Meyer und dahinter Teamkollege von Meyer, der Sandro Petrocello. Boah, ein wilder Quersteher jetzt gerade. Super. Was ist denn jetzt passiert? Bei mir sagt er gerade N24, schlechtes Signal. Also, hier läuft's noch. Ja, nee. Irgendwie hat sich mein Monitor auf einen anderen Eingang geswitcht. Keine Ahnung, wieso. Liegt so. An der Kaffeemaschine. Nee, die ist zu weit weg. Hoppsala! War das jetzt ein Anstupser? Das gucken wir uns, versuchen wir nochmal... Ich glaube nicht. Anzuschauen. Nee, ich glaube, auch an der Stelle ist das einfach zu viel Gas gewesen. Sorry jetzt für das Chaos hier. Wir haben leider keine Mats, wir haben nur alles in einem.
Nee, ist wirklich hier, hat sich hier einfach beim Rausbeschleunigen quergestellt. Ist auch nicht schlimm gewesen, aber hat natürlich. Vorne ist der Robin Hasse zurückgefallen auf die 5. Aber er fightet wieder. Ist jetzt wieder Vierter. Ja, wieder am Julian vorbei, genau. Ja, Robin Hasse hat ja bei den 12 Stunden von Eastern Creek gehörte er definitiv zu den schnellsten Piloten. Hat das Team von Allstar da richtig gepusht. Da war auch wieder einer neben der Strecke. Ja, der Achim. Sascha, oder? Nee, der Achim. Der Achim. Aber das braucht er immer mal, um wieder ein bisschen Luft zu kriegen zu seinen Vorderleuten, damit er sich dann wieder ranfahren kann. Nee, ist doch Blödsinn, das war der Sascha Landgraf. Der Achim Krause ist ja auf der 3 vorne. Sag ich doch. Ah, stimmt. Ja, klar, die sind ja in einem Team. Ach, herrje. Ja, hätte ich jetzt auch... Mensch, der Krause. Ja, die rosa Kiste. Ja, ja, letztes Jahr das Auto, da hat er ein Milka-Auto gefahren. Sah die Karre cool aus. Das stimmt allerdings. Ja, ja. Ja, aber Alex hat es vorne im Griff. Also der Vorsprung auf den Christian, auch wenn der jetzt frei fahren kann, wird größer. So, Wolter fightet hier immer noch. Michel. Jetzt mit Micha Wirtz. Jo, dessen Tür kalt verformt ist. Reißt wieder ein kleines Loch ins Budget. Genau. Wobei, er kann ja froh sein, dass sie noch drin ist, weil der Porsche verliert ja auch gerne mal die Fahrertür. Ja, das ist hier auch in der Simulation tatsächlich so. Also wir haben hier schon des Öfteren mal das ein oder andere Fahrzeug ohne Tür gehabt. Wobei, viel öfter verlieren hier die Heckscheiben, ne? Echt? Hm? Drückt sie dann wieder mal raus. Aber ich glaube, die haben da einen Sprengsatz drin, falls es zu warm wird. Raus die Scheibe. Ja, Porsche ist natürlich sehr, sehr heikel mit diesem Kühler da vorne. Ne? Also jemanden drauf fahren ist natürlich immer eine verdammt gefährliche Geschichte. Ja, wobei, wenn das mit der Mitte macht, geht's. Ja, da fahren wir rechts oder links nicht. Ne? Also, ja. Ui, 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 ja, das ist hier wirklich letzte Rille. Da, ach, da ich stelle auch ab. Ja, das war, irgendwie hat sich das ein bisschen angekündigt, eben schon in den Kurven vorher. So, wir gehen mal noch eins weiter vor, nämlich zu Robin Hasse, der ist jetzt hier dran an Achim Krause. Nee, das ist Blödsinn. Der Abstand, der da eingeblendet wird, der ist Quatsch. So sieht das schon besser aus. Ja, diese Onboard- oder Cockpit-Aufnahmen, die sind natürlich schon immer sehr, sehr spannend hier. Oder immer sehr schön anzusehen, weil man wirklich mal ein bisschen Eindruck kriegt, was hier eigentlich passiert ist. Es ist nicht unbedingt so, dass der Playseat, in dem die Fahrer sitzen, genauso durch die Gegend wackelt. Aber auf alle Fälle haben die richtig Bewegung da. Und einfach ist das alles nicht. Nee, tief. Und hier schön zu sehen, dieser Sprung hier über diese langgezogene Rechtsreihen, wie schnell man dann das Auto verlieren könnte. Ja, da konntest du wunderbar sehen, wo das Problem ist, wenn du so nah hinterher fährst. Also der Robin hat so ein bisschen den Einlenkpunkt verpasst, weil er nicht richtig sehen konnte. Ja. Und schon bist du zu weit innen, dann springst du außen auf den Körb drauf und auf die Wiese. Ganz heikel, so eng hinterher zu fahren. Aber es zeigt aber auch mal, was die Jungs hier wirklich können. Ja, richtig. Ja, ich freue mich ja auf den nächsten Lauf, wenn der Olli hier mitfährt. Und ich? Was mache ich? Was ist denn die nächste Strecke? Müsste ich selber erstmal schauen, aber das sollten wir rauskriegen. Aber das ist unabhängig von der Strecke, mein Lieber. Ja, kann ich mich genau daran erinnern, hast du doch vorhin zugesagt. Ja. Was? Hör mal, Jungs, also. Ja, nee, also. Ja? Ne, Manicur. Nee, Silverstone. Na super. Ja,
Die Welt hat es gehört. Ja. Also ja gut, ich kann, also ich meine, wenn ihr eine rollende Schikane dabei habt, dann mache ich das gerne. Also. Ja, mein Lieber. Ich meine, wenn das keine jugendfreie Sendung ist, dann können wir auch gerne während des Rennens noch ein Interview machen. Aber nein. Ich glaube, dann kommen nur Piep und über den Sender. Das bringt mich viel. Nee, okay. Also. Fluchst du auch so während des Rennens sofort? Nein, an sich nicht. Ich hatte mal einmal ein Rennen am Nürburgring, da war ich, glaube ich, nur am Brüllen. Da mussten wir irgendwie aus der Boxengasse wegen technischen Defekt nachstarten. Da waren wir natürlich 4 Stunden nur am Pushen und am Powern. Da stand mir das ein oder andere Mal auch so ein M3 im Weg. Und da habe ich gedacht, nee, das kann nicht wahr sein. Da habe ich dann meine Stimmbänder etwas gequält. Aber ich glaube, ich habe während des gesamten 24-Stunden-Rennens jetzt letzte Woche nicht einen einzigen Ton von mir gelassen, es sei denn, jetzt über Funk musste mal was gesagt werden. Ja. Also im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr ruhig. Es gibt wirklich Piloten, die fangen an zu singen oder... Ja, singen können wir auch, aber das lassen wir mal heute. Besser ist. Also wenn du nicht noch die letzten Zuschauer vergraulen möchtest... Das ja, ich habe die klassische Gesangsausbildung, also bitte, ja. Oh. Ist allerdings schon 40 Jahre her. Nein, aber es gibt wirklich Piloten, die reden sehr, sehr viel. Die brauchen auch viel Feedback am Funk. Dann gibt es wieder welche, die sagen, die möchten auch gar nichts hören. Ich selber habe gerne hin und wieder, insofern es nicht im Display ist, die Rundenzeit und dann einfach auch den Abstand zum Vorder- und Hintermann, dass man sieht, komme ich näher ran, kann ich noch pushen oder nicht. Aber ansonsten am besten in Ruhe lassen, weil das Problem ist, die wissen ja auch nicht immer, gerade auf der Nordschleife, wo sind wir. Und wenn du dann im Infight bist und dann kriegst du so eine Wettervorhersage durchgesagt, dann das bringt dich total aus dem Trott. Ja. Da gibt es doch diesen schönen Funkspruch von Kimi, don't talk to me in the corner. Ja, ich habe das dem Lutz in der Moderation hier vom Eastern Creek schon gesagt. Mitten in der Nacht sagt mein Teamchef zu mir über Funk, ey, fahr mal 2 Sekunden langsamer, du bist zu schnell. Ich sag mal, hast du sie noch alle? Wieso soll ich langsamer fahren? Und dann wollte der irgendwas sagen, da habe ich nur zu ihm gesagt, sag mal, muss ich die jetzt in Kimi machen? Also, cut the fuck up, I know what I'm doing. der hatte halt gedacht, durch die Zeiten und durch die Temperaturen am Tag, die Reifen würden nachlassen. Aber in der Nacht Dubai war so kalt, das hat alles super gut funktioniert. Und letztendlich die gleichen Zeiten wie am Tag gefahren. Und man sollte wirklich, ich denke mal, den Piloten auch ein bisschen mehr freie Hand geben, weil wenn die einigermaßen vernünftig fahren, weil ich denke, die merken schon, was mit dem Auto geht. Nur klar ist, wenn man das weiß, dass einer auch gerne mal die Reifen überfährt, dann muss man den hin und wieder mal ein bisschen einbremsen, das ist klar. Ja. So, wir haben jetzt hier wirklich, fahren die hier wirklich wieder irgendwie in Kaimat auf 80.000stel an Robert Stratner dran. Also man weiß hier selbst im ersten Lauf jetzt nicht so wirklich, wo man hinschalten soll. Aber den Keide. Ja, auf 19. Auf 19, genau. Ja. Und jetzt hat er, ich glaube, Robert Schratner ist gerade an ihm vorbei. Ja, so muss es wohl gewesen sein. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Sascha Landgraf, zum Champion von 2011. Er ist am Julian dran, ne? Ja. So, und das kann noch eine heiße Kiste werden. Ich weiß nicht, Jens, kannst du dich noch entsinnen? Also jedes Mal, wenn ich Sascha im Bild habe, ich muss immer sofort an die Parabolika denken. Zweimal hintereinander außenrum und überholt. Also, wo wir gesagt haben, ey, das geht überhaupt gar nicht. Und es ging doch. Und also, grandioser Fahrer. Und die letzte Meisterschaft oder die Meisterschaft 2012 auch nur um Haaresbreite verloren. Also Vizemeister geworden. Und also, er ist wirklich ein... Ja, jetzt kommt der Angriff. Wenn ich mich richtig erinnere, ist doch Sascha auch in Monaco so großartig gefahren im zweiten Lauf. War das nicht so? Ja. Ich glaub, ja, ne? Ja. Nee, da ging jetzt ein Fehler von Julian voraus. Der ist da ein bisschen weit rausgerutscht und naja, das kann man... Ja, hat aber jetzt versucht, einen anderen Kurvenradius zu fahren, um mehr Schwung rauszunehmen auf die folgende Gerade, aber hat nicht ganz gereicht. Ja, muss man, also bei Landgraf, der... Die Lücken, die da sind... Ja, schau mal, Rambo hat schon, Gott, was hat der? 13 Sekunden Vorsprung. Also, wir werden 20 angezeigt. Bei 13,
bei 13 Runden, die gefahren sind. Also es ist schon echt beeindruckend. Ja, ja gut, solange der vorne, wir wissen es ja, wir haben es ja nur im Prinzip gesehen, wenn er vorne fahren kann, frei, dann gibt es überhaupt kein Halten, das ist keine Frage. Er ist ein Ausnahmefahrer und das ist ganz klar. Aber wie gesagt, ihm fällt dasselbe letztes Jahr mit Antje König, so wie der alleine war, der war ja noch ein Ticken schneller als Rambo, zumindest letzte Saison. Diese Saison fehlt uns der Vergleich. Aber wäre schon von so auszugehen, dass die beiden da vorne wieder die Show abziehen würden, die sie letzte Saison auch hatten oder gezeigt haben. Und wenn sie dann im zweiten Rennen von Platz 10 starten mussten, dann. Ich meine, die ersten Rennen hat Alex nur, hat er auch selber gesagt, unglaublich viel Glück gehabt. Ein super Start erwischt, gleich mal 4, 5 Piloten überholt bis zur ersten Kurve. Naja, und dann ist der Rest natürlich nur noch Kleinarbeit. Da kann man nicht so viel verkehrt machen. Aber letztes Rennen mit Brands Hatch ist er einfach auf seinem 10. Platz hängen geblieben. Und dann, ja, halt nicht mehr so richtig vorwärts. Und hier ist es, wie Jens schon sagte, wirklich Überholstellen oder Möglichkeiten zum Überholen gibt es nicht. Es gibt ein, zwei Stellen, wo es passen kann, aber da muss aber auch wirklich alles passen, nämlich auch schon die Zufahrt dahin. Das heißt, man muss dann schon wirklich entsprechend dran oder daneben sein, um vorbeizukommen. Also so mit Windschatten oder sowas ist hier überhaupt nichts. So, das also hat sich jetzt hier so mehr oder weniger erledigt. Ja, 4 Runden Verschluss. Rollen. Sollten wir auch mal kurz auf Platz 10 Augenmerk legen, weil da fährt momentan der Marco Meyer. Der dann Pole Position hätte im zweiten Lauf. Aha. Das ist auch relativ unbedrängt, weil Dennis Erner auf Platz 11 ist so, je nachdem, wie die Zeiten hier springen, aber ich meine so 4 Sekunden dahinter. Und René Herzig dann neben in der ersten Reihe. Das ist sicherlich mal auch interessant dann, wenn das so bleibt. Wenn das so bleibt, richtig. Kai Matt ist gerade ausgefallen. Ei, ei. Aber Achten Krause, ne? Hält sich tatsächlich immer noch auf der 3. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit erbt er sich hier gegen Robin Hasse. Und ja, ich möchte den Robin auch nicht unbedingt hinter mir haben. Also. Ja, also seitdem ich den Robin in Eastern Creek, ich hatte den nicht so auf dem Zettel, dass der so richtig gut unterwegs ist. Aber was der in Eastern Creek abgezogen hat, das war ja wirklich sensationell. Und ja. Ja, wir wissen, dass der Achim schon mal ein Kandidat dafür ist, um mal einen Bock einzubauen, gerade ja, wenn er so viel Druck hat. Die letzten zwei Runden, ne? Ich bekomme gerade hier eine Einladung für die Neuauflage hier von dir, Lutz, für das 24-Stunden-Rennen Nürburgring. Soll ich für jemanden einspringen? Hab ich gerade gefragt. Habe ich gesagt, bist du sicher? Bist du bescheuert? Ja, hallo? Also, und die Autos, die sind auch richtig gut fahrbar gegenüber den Kisten. Oh ja, bist du sogar ein Z4. Ja. Ein Z4? Oh. Na, Mensch, dann hast du es doch perfekt. Ja. Ja, denk mal drüber nach. Ich habe momentan so viel zum Nachdenken. Ja, nun, da denkst du halt mal explizit jetzt genau da drüber nach und schiebst das mal alles ein zur Beseitigung. Wann ist das? Am 20. April. 20. 21. April, glaube ich. Naja, je nachdem wie die Entscheidung ausfällt, ist das eh dann gegessen. Aber wir schauen einfach mal. Jetzt hat der Mario gerade, glaube ich, nochmal überholt. Warte mal. Also sieht nicht so aus. Eher wurde er überholt. Welchen Mario meinst du? Chili, ne? Chili. Ja, nee, also der ist dahinter. Hinter dem ist einer. Wie gesagt, mein Timing, ich sag dir, ist ein bisschen hinterher. Das kann natürlich jetzt auch schon hängen. Ja, wie gesagt, deine Abstände, die stimmen definitiv sehr selten. Also. Ach, das ist erfrischend. So, wir bleiben. Oh, Robin Hasse hier irgendwie im Wuling. Das hat wahrscheinlich mit den Überrundungen zu tun. Jedenfalls hat er ein paar Zehntel verloren auf Achim Krause. Das ist mit Sicherheit noch kein Abstand, wo sich Krause zurücklehnen kann. Aber wer den Achim kennt, der weiß, dass der nach so einem Lauf auch direkt duschen gehen muss und die Zeit bis zum Start des zweiten Laufs eventuell knapp wird. Er sollte noch erwähnen, auf der 7, der Sandro Petrocello, der ja zurückgefahren ist bis auf die 12 am Start, hat sich wieder ordentlich nach vorne gekämpft. Richtig. Aber Julian, guck mal, der Sascha Landgraf ist am Julian Siedenbiedel vorbei.
Julian ist nur noch auf 6. Oh ja. Aber Julian ist da ziemlich dicht dran. Hatten wir das Überholmanöver nicht vorhin gesehen, hier in der ersten Kurve, wo Julian den Fehler gemacht hat? Ich glaube ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber doch, ich glaube schon. Aber der Julian ist zumindest da alles andere als weg. Also abhängen kann er nicht. Nee, der Sascha ist nicht weg. Das. Ja, ja, genau, das meine ich. So, wir gucken nochmal zu Achim. Also der hat jetzt Luft. Also Hasse muss hier jetzt nochmal einen Fehler gemacht haben. Ja, definitiv. Also da ist jetzt hier wirklich... Das dürfte es gewesen sein. Und im Gegenteil, das könnte eher noch sein, dass Hasse noch Besuch von Landgraf kriegt, wenn er nochmal so einen Bock einbaut. Na gut, die Reifen könnte er vielleicht auch überfahren haben, ne? Definitiv. Also die Reifen sind wirklich auf die 30 Minuten ausgelegt. Und du hast die letzten 2-3 Runden eher einen Sack Muscheln als ein rein Auto. Also das ist schon, wenn du da überfährst. Also Rambo hat es zumindest als einziger geschafft, mal sich einen Platten zu fahren. Also ohne, dass er über irgendwas drüber gefahren ist. Nur durch pure Abnutzung. So, Rambo fährt kurz zur Schluss nochmal schnellste Rennrunde, 36.367. Ja, dem ist langweilig, was soll er sonst machen? Ja. So, und wir gehen jetzt auch vor zu ihm. Er überrundet jetzt hier gerade, um dann auch mal zu sehen, wie er hier fährt. Also es ist schon wirklich ein Ausnahmefahrer und ja, bleibt nur zu hoffen, dass es ihm mal irgendwie langweilig wird und er einfach mal sagt, komm Lutz, gib mir die 200 Kilo. Naja, ich weiß es nicht. Also auch hier bei dem Sprung, das Auto lag ganz gerade, also überhaupt. Ich wollte es gerade sagen, also entweder hat er ein Wahnsinns-Fingerspitzengefühl für sein Setup. Ja. Oder er hat irgendwelche Stabilisatoren im Lenkrad. Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall sauber. Ja, wirklich sauber. Das trifft's. Bevor der Alex jetzt hier durchs Ziel fährt, hinten ist wieder Dramatisches passiert. Der Marco Meyer muss einen Bock drin gehabt haben, der ja auf der Platz 10 lag. Der ist zurückgefahren auf die 12 und damit steht aktuell Dennis Erner auf der Pole. Ach du meine Nase. Das ist natürlich ärgerlich, so kurz vor Schluss. Ja, definitiv. Statt 1 auf 12 dann zu stehen, das ist, oh, bitter. Ja, dann mal bitte ans Catering, wenn ihr dran gedacht habt. Nehmt mal bitte jetzt die Pampers in die Startausstellung. Wir brauchen die für den Dennis. Oh ja. Ja. So, herzlichen Glückwunsch. Sagen wir mal, nee, fahr du da. Herzlichen Glückwunsch an Alex Rambo. Platz 2 geht an Christian Rückert. Ja, noch nicht über Start und Ziel war das so viel. Ach herrje. Ja, ja, das war 19, deutlich. Irgendwie, ne? Ja. Und der dritte Platz geht an Achim Krause. Ja, der freut sich wieder mächtig. Achim, du darfst das Auto abstellen jetzt hier in der ersten Kurve, darfst in die Dusche rennen. Es ist für uns alle nur gut. So, Platz 4 für Sascha Landgraf. Platz 5 für Julian Siebenbiedel. Sandro Petrucello kommt. Oh, aber irgendwas 6. ist mit Robin Hasse noch los. Guck mal, auf 9, yes. Der Andreas Oerlich ist noch vorbei gerade. Auf der 7 haben wir erstmal den René Herzig, auf der 8 Andreas Oerlich, genau, und Robin Hasse nur 9. Hast du vollkommen recht, Olli, da ist noch was passiert. Ja, Platz 10 für Dennis Erner, das ist der Polsetter hier dann zum zweiten Lauf. Gut, damit steht dann aber der René jetzt auf, der Robin auf Platz 2 jetzt richtig, gleich im Rennen, ne? Richtig, richtig, ja. Kann natürlich auch damit zusammenhängen. Ja, habe ich auch gerade eben so ein bisschen gedacht, aber wir haben es halt nicht gesehen, von daher ist es müßig, weil wenn er wirklich einen Vorfall hatte, dann ist es natürlich auch gemein, wenn wir ihm das jetzt so nachsagen. Aber es gibt eigentlich keine Fahrer, die Punkte von einem fünften Platz verschenken zugunsten der Pole Position im zweiten Rennen. Außer sie fahren Chevrolet. Okay. Der war jetzt aber gemein. Ja! So. Wie gesagt, Mario Schili auf 11, Marco Meyer hier im Bild auf 12, auf der 13 haben wir Daniel Streblow, 14 Maxi Wolter, 15 Micha Würz. Das freut mich. Mach ich weiter. Ja. 16, ja. Robert Stratner, 17, Fred Donke, 18, Tom Krüger,
19 Michael Wenzel, 20 Dirk Sassmannshausen, 21 Andreas Borde, auf der 22 Yves Mlekuz, 23 Ole Schulz, 24 Phil Ostaszewski, 25 Steffen Streblo, 26 Jürgen Engelhardt, auf der 27 Enrico Herzig, Alex Schweiger auf der 28, 29 Daniel Borowski, auf der 30 Lars Borkowski, ist gemein, dass die direkt hintereinander stehen, auf der 31 Frank Philipsen und dann ausgeschieden Andreas Braun, Kai Matt, Kurt Mildenberger und Felix Appelt. Genau, so. Mein lieber Jens, war das Alex oder war das Axel? Ja, genau. Ja, der Axel ist hinten, der Alex ist vorne. Ja. Ich habe keine Ahnung. Du hast so genuschelt, ich habe es auch nicht verstanden. Ja. So. Schauen wir mal. Ja, ich sag mal, ein schönes, kurzweiliges Rennen. Wobei, ich weiß ja nicht, was in Brands Hatch abgegangen ist, aber da muss ich sagen, da war Monaco doch ein bisschen, da war mehr Pfiff drin. Ja, richtig. Na gut, Monaco ist es, glaube ich, auch die, die Gegebenheit der Strecke. Aber glaub mir, wir werden jetzt hier auf zweiten Lauf noch ein bisschen mehr Action erleben. Und gucken wir mal, wir werden jetzt erstmal in unseren Pausenscreen schalten, der heute etwas rudimentär ist. Ich zu, aber ist leider so, da wir nämlich hier heute einen kleinen Paar uns erlaubt haben, also nicht nur einen, aber auch den, nämlich, dass wir keinen Loading Screen haben. Da ist irgendwie was untergegangen und ja, somit haben wir natürlich auch kein Plakat. Ja, soll vorkommen. So, dann würde ich sagen, machen wir es richtig, machen wir alles und gehen hier jetzt in das nächste Rennen. Passiert jetzt gleich. Ja, gib dem Piloten mal eine Chance, ein bisschen was zu trinken. So, gleich sind wir wieder da, wo wir hingehören. Nämlich im Warm-up zum zweiten Lauf. Und ich kann euch versprechen, es wird sehr, sehr spannend, einen Alex Rambo auf der Position 10 auf einer solchen Strecke zu sehen. Bin mir sehr, sehr sicher, wenn er nicht wieder einen seiner berüchtigten Blitzstarts hinlegt, wird es hier extrem schwer für ihn. Noch irgendwie wieder ganz nach vorne zu fahren. Also einen fünften, sechsten Platz traue ich ihm ohne weiteres zu. Aber der Rennsieg, da sind schon noch ein paar Experten vor ihm, die zumindest in so einer Phase, wenn die ein bisschen mehr Glück haben beim Start oder beim Überholen, dann da wohl doch etwas Wörtchen mitreden wollen. So. Okay, alle Einstellungen sind getätigt. Andreas Borde left the game. Da sind mehr raus. Aktuell sind nur 31 Fahrer auf der Strecke. Sascha, Michael Würz left the game, Sascha Landgraf left the game. Gut, wir müssen jetzt auf die warten. Das nützt alles nichts. Ja, obligatorisch nutze ich das Warten ja sinnvoll. Wir hören uns gleich wieder. Ist klar, bis gleich. Ja, also, Olli, mal abgesehen jetzt von dem Vergleich zu Monaco, so grundsätzlich Action, diese Strecke, diese Autos, was sagst du so, fazitmäßig?
Ja, immer wieder Respekt vor den Jungs, was die hier mit den virtuellen Porschen abziehen, die ja bekanntlich in dieser Simulation keine Traktionskontrolle, kein ABS haben. Muss ich schon sagen, also wie die mit dem Setup das austüfteln, dass diese doch sehr dievenhaften Autos so schön ruhig liegen, das ist eine ganz tolle Geschichte. Also wie gesagt, was man hier machen muss, ist wirklich nicht unbedingt realitätsnah, um das Auto so ruhig zu kriegen. Man muss allerdings genauso viel rumprobieren. Also man kann nicht irgendwie irgendwelche Einstellungen aus der Realität eins zu eins übernehmen. Ein paar Sachen stimmen natürlich, klar, wenn ich den Flügel runterstelle, fahre ich schneller, das ist logisch und habe weniger Abtrieb. Aber so gerade was die Dämpfer und Fahrwerk überhaupt betrifft, das ist nicht zwingend gleichzusetzen, aber im Großen und Ganzen ist es schon wieder auch gleich, weil auch wenn die Einstellungen widersinnig sind, sie müssen erstmal gemacht werden, damit man ein Genau. ruhiges Auto bekommt. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich hatte dann das mal versucht, mit einem der Porsche hier zu erledigen und hatte dann mit Vorspur und etc. gearbeitet und irgendwie funktionierte das gar nicht. Ich habe gesagt, hä, das ist jetzt aber ganz, ganz komisch. Und ja, aber wenn man ein gutes Setup hat und dann sich nochmal ein bisschen verfriemeln möchte, dann stellt man nochmal ein bisschen um und dann wundert man sich, dass die Karre auf einmal nicht mehr rechts rumlenkt, wenn man links einlenkt. Und das ist schon klasse. Genau. Also ich denke, ich weiß gar nicht, was war die langsamste Zeit eben? Die langsamste. Ja, das ist ja meine, das wäre ja meine Referenz. Also Also jetzt hör auf, Olli, jetzt komm. Wir müssen dich jetzt nicht bemitleiden. no. Nein, das werden wir auch nicht tun. Ganz anderes Leid gewohnt. Also ich muss dazu So. sagen, ich bin jetzt nicht so unbedingt der wahnsinnige Porsche-Freund, auch wenn ich die Autos von den Designs her immer toll finde. Fahrverhalten grenzwertig. Muss ich aber sagen, nochmal, was die Jungs da gerade auch so Stoßstange an Stoßstange abliefern, sei es hier im Porsche Cup oder sei es auch das, was wir in den Langstreckenrennen ja schon gesehen haben, auch jetzt Eastern Creek. Ey, pff, Hammer. Ich glaube, ich würde mehr mich anlehnen und ich sag mal, irgendwelche Banden benutzen, um in die Kurve zu kommen, als wirklich der Linie folgen zu können. Kann man eigentlich so eine Rookie-Einstellung machen, dass ich kenne das noch von GT5, dass man so eine rote Linie hat, wo man der nachfahren muss oder so? Das ist ganz so dramatisch nicht, aber zumindest die Hilfeeinstellungen, die man benutzen kann, führen doch dazu, dass man eigentlich nur noch mit Gas und Bremse über die Strecke kommt, das Auto selber lenkt und solche Dinge alles tut. Cool. Hilft aber allerdings nicht wirklich viel, weil damit bist du natürlich arschlangsam. So, ich denke mal, ich hoffe mal, dass jetzt nicht einer fehlt noch. Micha Wirz ist da, Daniel Streblo ist da. Die entschuldigen sich hier gerade noch so gegenseitig, wer da wem was getan hat. Also das muss ich ja auch sagen, dass das Miteinander hier unter den Teams, das, also so wie ich es bisher mitgekriegt habe, ist schon sehr, sehr freundlich, weil jeder weiß, ach, okay, ich kann jedem mal in die Karre fahren, ohne es extra gemacht zu haben. Die Emotionen spielen dann bei. Ei, ei, ei. Da gab es schon mal ein Missverständnis. Die spielen dann halt schon mal, die Emotionen spielen dann schon mal ein bisschen hoch, aber also die Stimmung finde ich hier ist wirklich klasse. Also gerade auch hier in diesem Cup, ich meine, es ist nicht einfach mit einer so großen Anzahl Autos. Es ist in der Realität nicht einfach und noch viel schwieriger ist es hier in der Simulation, weil dir nämlich einfach die realen Abstände fehlen, die du nicht so wirklich fühlst, beziehungsweise siehst oder verarbeiten kannst. Und ja, sicher gibt es da mal Wutausbrüche, das ist ganz, ganz normal. Die sind aber nach relativ kurzer Zeit wieder abgekühlt. Also es gab schon wirklich Veranstaltungen bei mir, da mussten wir am Veranstaltungsabend das Forum schließen. Und haben wir dann am nächsten Tag wieder aufgemacht und dann war es auch gut. Und gut, so ist es hier nicht mehr, aber im Großen und Ganzen, sicherlich gibt, sagt da einer mal, ey, du Idiot oder so, aber böse, wirklich böse ist hier keiner.
keiner irgendjemanden. Also das ist, ich glaube, man muss einfach auch das so beurteilen können, dass es dann in dem Moment um die Situation, um die Sache geht und nicht um die Person. Genau. Apropos Sache, ich glaube, ich könnte mir... Oi, hallo, ja, herzlich willkommen im Kiesbett. Oh, der hat das aber, ich glaube, das war Absicht, oder? Weil so schön in die Kamera zu fahren, das ist ja wirklich ganz großartig. Das war gutes Kino, ja. Ich hole mir mal ganz kurz was für meinen Gaumen. Ja. Ja, da bin ich ja pünktlich wieder zurück. Genau. Ich glaube, der war das jetzt hier, oder? Jetzt nicht ganz sicher. Irgendjemand kam da und fuhr uns hier fast die Kamera kaputt. Jo, das hast du fein gemacht. Dafür bekommst du auch extra... Ja, ich glaube, das ist ein... Schön, guck dir das doch mal an, Jens. Ups. Perfekt. Was ist passiert? Ach, wir sind außerhalb der Strecke, okay. Großartig. So, machen wir die Namchen hier wieder aus. Ich hoffe, es sind jetzt alle da. Irgendwie einer fehlt mir. Aber... Ich glaube, der Felix Appelt fehlt. Kann das sein? Ja. Ja. Wir versuchen das mal noch rauszukriegen. Ah, er hat ja auch einen Disconnect gehabt, also ein DNF. Das ist da was komplett abgestürzt. Nee. Der Alex sagt, er glaubt, er hat die Schnauze voll. Oh, der hat, okay. Der hat hier... Dann beginnen wir mal. Fehlt noch einer? Ja, der Felix Appelt ist nicht nochmal hier am Server. Jetzt gerade mal überlegen, ob ich hier nicht vielleicht dann was noch ändern sollte. Obwohl, eigentlich müsste ich es nicht. So. Jetzt fehlt immer noch einer. Aber gut, ich kann es jetzt nicht ändern. So, willkommen hier zum zweiten Lauf und aus live aus Sandford. Und wir hoffen, dass wir jetzt hier richtig, richtig viel Spaß haben. Und wenn wir das hier richtig sehen, Dennis Erner steht auf Pol. Jens, hatten wir das schon mal? Nee, ne? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Ja, ich wüsste auch nicht, dass der Jens schon mal vorne gewesen sein sollte. Aber direkt dahinter auf der 2 haben wir den Robin Hasse. Und was wir gerade von ihm gesehen haben, zumindest den Speed, ist das sicherlich ein Siegkandidat. Wenn er fehlerfrei bleibt. Wenn er fehlerfrei bleibt. Das ist die Voraussetzung. Und ich bin... Baller. Ich bin da immer ein bisschen... Ja, wenn die Jungs, die das erste Mal so ganz weit vorne stehen... Ich meine, der Robin hat Erfahrung... Führungserfahrung, sag ich mal. Also, vielleicht hat er auch wirklich die Nerven, das durchzustehen. Aber wir haben ja schon oft mal gerade Piloten gesehen, die mal hin und wieder auf den 10. Platz im ersten Lauf kommen und dann vorne stehen. Gerade bei dir auch. Ich glaube, bei dir hat man das sogar noch, weiß gar nicht mehr,
Ja, so Arne, weißt du, bei dir so, wenn, ja, also die dann wirklich, aber auch noch ein geiles Rennen fahren und aber trotzdem glaube schweinenervös sind, wenn Natürlich. sie dann da vorne stehen, ja. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Euer Tipp? Ja, ich kann es schwer sagen. Ich kann es dir echt Jürgen nicht Engelhardt. Na, ich bleib Ja. bei meinem, also ich Ja, bleib bei meinem ich. Jürgen, der wird noch, wartet's ab, noch richtig Gas geben. Ja, das glaube ich auch, aber heute halte ich das eher für. Ja, ich Gut, dann weiß ist es nicht. aber streckenbedingt, weil, na, so. Also, Aber gut. wir haben Robin Hase auf 2, wir haben René Herzig auf 4, wir haben Julian auf 6, Sascha Landgrat auf 7. Und naja, dann braucht man nicht weiter zu sagen. Achim Krause 8, Christian Rückert 9. Also ich Mal gönn's sehen. dem Julian. Ja, ich glaube, Julian, wäre es wirklich mal so ein eingefahrener Sieg, das wäre wirklich mal Ja, eine dem coole gönn ich Nummer. das wirklich. Ja. Ich habe einen Geheimfavoriten und Echt? der steht auf der 5, ja. Der Sandro, ja. Sandro. Ja. Ja, mal schauen. Also, die Pace hat er definitiv. Ja, vor allen Dingen, weil er auch derjenige war von dieser Spitzengruppe da vorne, der sich am weitesten wieder nach vorne gearbeitet hat, aus eigener Kraft rum größtenteils. Ja. Der Robin hat da vorne sicherlich den Speed, aber er hat mir gerade zu viele Fehler gemacht. Ja, mal schauen. Ah, wird spannend auf jeden Fall. Ja, ich denke mal. Und auch Rückert und Rambo, also auch von 9 und 10, die werden sicherlich hier ein Feuerwerk abbrennen. Findet der Dennis Erner denn überhaupt jetzt seinen Startplatz? Ja, ich glaube schon. Doch, doch. Also, der fährt ja in Jens Liga und ja, da ist er so schlecht nicht unterwegs. Da hat er schon das öfter mal auf Pole gestanden. Und zumindest im zweiten Lauf, ne? Weiß zumindest, wie sich das Podium anfühlt, sagen wir es Ja, mal so, ja. genau. Aber das ist sowieso das Größte. Also, wenn du aufs Podium fährst und dann da hoch darfst, das ist ungelogen so ein saugeiles Gefühl. Das ist einfach nur klasse. Glaube ich sogar, ja. Ich habe übrigens heute die Rechnung bekommen von Gisela. Ach, super. Ja, ich habe sie noch nicht aufgemacht. Wird nicht, das wird, glaube ich, nicht so viel sein. Nein, deswegen nicht. Nee, nee. Erstmal. Aber schön, die Frau macht relativ wenig Worte und ja. Lässt Taten folgen. Ja, genau. Ah, aber guck mal, das ist sogar eine richtig schöne Farbgebung bei dem Porsche vom Dennis. Ja, das ist der Veltins Porsche. Na, so grün-gelb, das ist eine sehr, sehr schöne Kombination für einen Porsche. So, auf geht's in die Hey, ja, Formation das Lap. soll. Ja, da gibt man wieder mal ein bisschen zu viel Gas. Aber jetzt, wo ich die Jungs gerade starten sehe, René Herzig auf 4. Ja, sag ich ja. Ja, das ist, wenn er sein Gummiband wieder aufzieht. Ja, René ist halt, muss man auch dazu sagen, genauso ein Blitzstarter. Und wir hatten in der letzten Saison wirklich Starts von ihm gesehen. Da haben wir es echt nicht. Da konntest du wirklich von ausgehen, wenn der auf Platz 4 sich qualifiziert hatte, dass der noch vor der ersten Kurve das Rennen anführte. Wobei Also. Blitzstarter auf dem Porsche bin ich auch. Es geht nur nicht vorwärts, weil die Reifen durchdrehen, also so gesehen. Ja. Nee, also das kriegt er schon echt gut gebacken und ja, es ist leider Gottes ist es natürlich so, wir haben zwar gleiche Fahrphysik und weiß ich nicht was alles und alle fahren auf derselben Strecke, aber jeder hat oder viele haben unterschiedliche Controllertechnik und da ist halt jede Menge Zeit dazwischen. Also zwischen einem ganz billigen Konsumerlenkrad und Equipment für ein paar hundert Euro, da liegen Sekunden, definitiv. Und das ist halt, ja, das kann man natürlich nicht vorschreiben oder, also wenn man das professionell machen würde, vielleicht, aber Und das jetzt ist es pass nun auf, mal nicht. jetzt gleich kommt der Alex Rambo rein und sagt, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, ich fahr Tastatur. Ja, genau. Nee, das tut er nicht. Ja, das weiß ich. Ja. Obwohl es Tastaturfahrer tatsächlich gibt oder auch Gamepad-Fahrer, die richtig gut unterwegs sind. Nur das Problem ist halt leider, dass du das Auto
wenn du aus der Startaufstellung es wegbewegt hast, nie wieder gerade bekommst. Und also du kannst nie wieder wirklich gerade ausfahren. Ja, also du musst ständig korrigieren und das geht bei manchen so schnell, dass du es nicht siehst. Aber es ist definitiv so, dass es nicht funktioniert. Und wir hatten aus einer anderen Community mal einen Tastaturfahrer dabei, der war auch immer gut bei 25 Fahrzeugen so auf Platz 7, 8 dabei. Der tatsächlich dann auch mal sagte, ja, er kauft sich immer diese uralten IBM-Tastaturen noch mit Klick. Ne? Und, ah, ja, klar. Ja, diese ganz schweren Dinger, sagt er, nur die halten ungefähr 4 Wochen durch. Wenn er sich so eine normale Logitech, weiß der Geier, Schlag nicht tot Tastatur sich kaufen würde, die sagt er, die würde kein Rennen halten. Ja. Weil die da wirklich drauf rumkloppen, ne? Irgendwie ja. Zigtausend Anschläge pro Rennen oder wie auch immer. Also, das ist schon wirklich irre. Gehst du auf den René beim Start oder wie ist dein Plan? Ich bin mir noch nicht so richtig sicher. Also, momentan sieht das hier ganz, ganz unterprächtig aus, aber wir können tatsächlich mal René nehmen. Weit weg waren wir da gar nicht, wir waren nämlich bei Julian. Und da hinten den Rambo, den hat man ja auch noch so halbwegs im Blick. Der Blick, der steht ja hinter Rückert. Linken Seite von uns aus gesehen. So. Jetzt, oder vielleicht, na doch aus dem Cockpit. Für die Gesamtansicht lassen. Aber gut, jetzt ist eh zu spät. Ja. Nee, ist nicht zu alles spät. Aus. Ja, und ja, aber hier vorne verschläft einer. Und Dennis bleibt vorne. Dennis Robin Hasse vorne. Verpennt den Start. Oder? Nee, verpennt nicht. Nee, Robin Hasse war das. Der ist nur, hat durchdrehende Reifen gehabt, ne? Ja, richtig. Andreas Oerlich hier mit. Ja, genau. Hasse hat. Oh, und Dennis fliegt ab. Und René auch. Und René aber sehr mutig. René sehr mutig hier sich ein. Ich meine, er war abseits der Ideallinie, war alles okay. Aber das hätte auch anders ausgehen können. Wir gehen wieder vor. Sascha Landgraf fährt bis auf die 2. Was habe ich gesagt? Und wenn ich mich ganz schwer täusche, ist auf der 4 schon der Alex Rambo. Nee, das ist der Robin. Ja, auf der 5 ist der Achim, auf der 6 ist der Alex Rambo. Ja. Christian Rückert auf der 7. Oh. Julian zurückgefallen, wie so oft beim Start, bis auf die 8. So, jetzt hier Meister Rambo gegen Achim Krause. Ich meine, da wären Erinnerungen wach. Außenrum. Also sollte das funktionieren, muss ich... Nee. Nicht funktioniert. Doch, hat funktioniert. Nee, nein, ist doch Hasse vor ihm. Ist natürlich jetzt blöd, zwischen zwei derer Autos hier zu fahren. Zwei BMS-Fahrzeuge. Ja, ja. Und Rückert sticht rein. Ja, der Alex hat angeschoben, den Achim Krause. Boah, hast aber konsequent reingezogen. Ja. Meine Fresse. Ja, Achim weiß, was er wiegt. Eieiei, also hier geht's jetzt echt zur Sache. Andreas Oerlich führt. Das muss man sich mal reintun. Ja, Rambo geht auf Kammlinie und Rückert geht außen vorbei in der ersten Kurve. Ich hab dir gesagt, da kann man überholen. Ja, hoppala! Schon wieder geschoben vom Alex Rambo. Also ich sag mal, der Junge kann fahren. Beobachte ja jetzt das zweite Rennen, wo er mal von hinten weiter hinten starten muss. Der kann fahren, keine Frage, ist aber in meinen Augen ein bisschen zu ungeduldig mit seinen Fahrerkollegen. Ja. Ja, das haben wir letztes Jahr auch schon mit einem Andrzej beobachtet. Ich habe ihn ja genauso oft gefeiert, wie ich ihn kritisiert habe. Genau für solche Manöver eben. Auch immer viel, viel schneller, aber einfach nicht die Geduld auf die Lücke zu warten. Nein, das ist unnötig. Ja, das ist unnötig. Also vor allen Dingen, ich sag mal, wenn er das im Real Life so machen würde. Das war doch der. Hasse und Petrocello? Genau. Ja. Dann wird er da sicherlich über kurz oder lang Probleme kriegen. Ja, das glaube ich wohl. Also, ich habe jetzt nicht gesehen, dass er geschoben hatte. Ja, doch, aber hat zweimal beim Achim Krause kräftig geschoben. Ja. Weil Rückert war innen und er hat. Krause so, muss ihn so berührt haben, dass Krause nach innen abgedrängt wurde. Und der ist nämlich genau Rückert dann vor die Nase oder in die Seite gefahren und Rückert dadurch sogar noch einen Platz verloren. Rückert hat jetzt natürlich das Riesenpech, dass der Petrocello sich dreht und direkt zwischen ihm und Rambo rauskommt. Und vorne kommt der Angriff vom Sascha auf den Andreas Oerlich.
auch außen, um in der nächsten Kurve innen zu sein. Und das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und Rambo geht am Krause vorbei, ja. Am Achim Krause vorbei. Jo, er hat's geschafft. Das war zum Beispiel... Upsala! Und ich glaube, da hat es eine Berührung gegeben. Definitiv. Achim Krause ist vorbei. Petrocello, Rückert, Herzig, Rambo, Siebter. Jetzt versuchen wir das nochmal ins Replay zu kriegen. Da sehen wir auch gleich das Überholmanöver. Wenn das an dem so wäre, ist es eine kleine dezente Retourkutsche gewesen. Genau. So, hier zaugt er sich an. Da ist nur drei Kurven weiter, es war eine Haarnadel. Ja, aber das Manöver war sauber, absolut. Das konnte ich auch beobachten, indem wir da hinten geguckt haben. Definitiv. Hat er eben auch Platz gelassen, das ist okay. Ja, da kriegt er einen kleinen. Ganz klein. Ja. So. Ein Gentleman Kiss. Ja, so, und Rambo Sechster. Und somit muss er jetzt sehen, dass er sich hier jetzt hat er den Rückert natürlich auch noch vor sich. Das ist etwas, jetzt weiß ich nicht, ob es da jetzt eine Retourkutsche von Brands Hatch gibt, weil da ist ja Rückert darum gefahren wie ein Begaster. Aber wir werden sehen. Ja, aber Landgraf führt. Ja, Landgraf war Oerlich vorbei. Ja. Krause hält noch die drei. Aber schaut mal, der Sandro gibt da richtig Stoff. Oh, was wird der Krause wieder schwitzen? Und direkt dahinter ist der Rückert. Hör mal, die vier, das wird noch, glaube ich, interessant. Ja. Die kommen nicht in der Reihenfolge so ins Ziel. Nein, das können wir, glaube ich, jetzt schon sagen. Ich behaupte einfach mal, wenn sie alle vier ins Ziel kommen, dann... ist das schon richtig gut. Ja, jetzt guck dir das noch an hier. Das ist da wohl der Brüller, oder? Ich bin fast so angespannt, als wenn ich selber im Cockpit sitzen würde. Ja. Das sind Konstellationen, die ich mag, wenn der Schnellste über so eine Gruppe ganz hinten fährt. Und. Auch da hat der liebe Alex Rambo versucht reinzustechen. Ja, der kriegt jetzt dahin noch Stress von René Herzig, wenn ich das richtig sehe. Genau. Das ist so, wie der Marc Lieb immer sagt, oh, die Lücke, die war da. Ja, gut, ich denke mal, das gibt es. Entschuldigung, das war nicht Marc, das war der Lukas, der Lukas Lur, ja, der sagte das. Oh, die Lücke war da. Ich war nur zu spät drin. Okay. Ja. Wer geht denn da hinten so? Oh Mensch, der Rambo. Der kommt da driftend durch die Kurve und fängt den Wagen aber auch wieder ab. Ich hätte wahrscheinlich erstmal 2 360er hingelegt. Aber jetzt sehen wir einen Unterschied auch zum ersten Rennen. Weil der Sascha Landgraf führt, der sicherlich kein langsamer ist, aber er kann vorne nicht wegfahren. Die ganze Gruppe bleibt immer noch so schön zusammen, dass jeder, der auch hier noch auf Platz 5 und 6 fährt, sicherlich noch da vorne hinfahren kann. Also, upsala, das war kein Stupser, aber jetzt dreht er sich. Ja, das war aber kein Fehler, oder das war jetzt keine Aktion vom... vom Landgraf. Rückert, genau. Rückert, wer auch immer da jetzt direkt. Ja, die waren beide beteiligt. Der Petrocello in den Rückert und der Rambo dann von hinten. Mhm. Ja, so. Da geht er hin, mein Geheimfavorit. Ja, nur warte mal ab. Ist noch nicht aller Tage Abend. Wir haben noch 14 Runden. Eieieiei, wenn der Alex sich mal nicht die Reifen auffährt. Das ist schon heftig, sehr, wie quer der steht. Ja. Ja, wie gesagt, er gehört jetzt zu den Piloten, die richtig Reifen brauchen. Also von daher geht ja wahrscheinlich bei seinem Fahrstil auch gar nicht anders. Na, was er jetzt gerade versucht, ist über einen kurzen Weg Zeit gut zu machen. Das heißt also, er fährt keinen sehr runden Stil mehr, sondern er versucht wirklich über einen aggressiven kurzen Fahrweg Meter zu sparen und damit natürlich auch wieder ranzukommen. Ja, Dennis Erners raus. Oh, der Arme. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, aber... Dennis, Mensch, das kannst du doch nicht machen. Du stehst auf Pol und fährst dann raus. Nein. Ja, null Laps, der hat die erste Runde nicht zu Ende gebracht, ja. Ja, dann hat es wahrscheinlich zu sehr eingeschlagen da.
Da würde sich wohl auch der Dennis wird sich da ärgern. Sonst ist ja echt ein Sonnenscheinchen, aber ich glaube, das wird ihn auch in den Nieren gehen. Das ist jetzt ganz heiß hier. Aber mehr Achim, als heiß. Achim vorne langsamer als Rückert und von hinten kommt der Rambo. Wow. Ja. Ja, aber ich glaube, der Alex, der Rambo wird da ziemlich ungeduldig gleich werden. Ja, vielleicht hat er jetzt aber auch irgendwie mal einen, sich selber irgendwie, vielleicht hat er es irgendwie mitgekriegt. Ah, nee, sieht nicht so aus. Ja. Es ist das Problem, wenn du alleine über eine Sekunde schneller fährst und jetzt hast du Leute vor dir, die ein bisschen langsamer Jens. Fahren. Du musst natürlich ganz anders bremsen, ganz anders Jens, fahren. Und das Problem ist, ranfahren ist das natürlich. Eine, vorbeikommen ist das andere, das ist wirklich heftig. Ja, das Problem ist, der Alex wird jetzt hier mit Situationen und Bremspunkten irgendwie konfrontiert, die er so gar nicht für sich kennt. Ja. Und ich habe das Gefühl, es fällt ihm so sehr wirklich schwer, sich darauf einzustellen. Ja. Also was er tatsächlich kann, ist auf einen Millimeter hinter dem herfahren. Aber wenn es nur vorne eine kleine Abweichung vom Programm gibt, sprich, der muss einen Ticken eher bremsen, sonst dergleichen Dinge, dann ist es vorbei. Das kann er nicht mehr kompensieren, logisch. Dafür reicht keine Reaktionszeit und ich glaube, ich weiß nicht, ob man in der Realität sowas machen würde, in so einem Pulk so dicht fahren. Das kommt, also durch flüssige Kurven, ja, ich habe das selber auch schon erlebt, da sind wir wirklich mit 5, 6, 7 Autos alle innerhalb von, ja, ich sag mal, von einer Sekunde lang geflogen. Jetzt wird's interessant, aber der Christian Rückert ist innen nochmal, es bleibt innen. Das kannst du aber wirklich nur in wirklich flüssigen Kurvenkombinationen machen. Sobald es natürlich dann wieder zum Einbremsen geht, dann siehst du auch ganz oft, dass das Feld ausschert, um natürlich gucken zu können, was macht der eine, wo ist noch Platz und so weiter. Also, ja, klar. Aber das, was die hier zaubern, virtuell am Lenkrad, ganz, ganz großes Kino. Ja. Also Jungs, guckt euch nicht hier Django Unchained an oder sowas, kommt mal lieber hier rein und schaut euch das Rennen an. Ja, richtig. Das geiles war Manöver. Clever. Geiles das Manöver. War richtig clever. Aber der geiles Manöver. Nein, doch, aber. Doch, jetzt ist er durch. Der geiles Fahrmanöver. Ja, wahrscheinlich musste der Christian ganz leicht lupfen, weil vorne die beiden sich da ein bisschen gerangelt haben. Da hat der Alex sofort draufgehalten. Also genial. Absolut genial. Ja, sehr geiles Manöver. Aber in so eine Situation kannst du auch nur dann kommen, wenn du so fährst wie er. Das heißt, wirklich da du bist, auf einen Millimeter bist. Ja. So, und jetzt versucht das hier gegen Krause. Das reicht nicht. Oh, Leute, zu dritt, Öhrlich, Krause und Rambo. Nee, komm. Und Krause macht zu und dann ist, gibt's. Ja, Platten. Na dann Platten? Ja, hinten links, ne? Ja. Also ich denke mal Plattenaufhängung, irgend sowas. Also schade nach dieser Überholaktion da eben, das war megamäßig. Aber das Problem ist natürlich auch, wenn du so fährst und wenn du so viel willst, dann ist der Grat zum Abflug extrem schmal. Das ist gut gesagt, ja. Ja, da war wieder aber genau das zu sehen, was du vorhin gesagt hast. Einfach wieder zu ungeduldig. Ne? Da war keine wirkliche Lücke, die Kurve ist sauschnell. Da halte ich meine Schnauze raus, da stecke ich sie nicht rein. Ne? Vor allen Dingen, weil der Achim ja schon zwei Runden vorher da wirklich konsequent reingezogen hat, seine Linie gefahren hat. Ja. Dass da zu einer Berührung kommen kann, da muss ich mit rechnen. Ja. Sascha Landgraf. Der kann natürlich momentan vorne schön befreit wegfahren. Der hat jetzt erstmal keinen großen Druck. Andreas Oehrlich hat hier schon Überrundungen, aber die machen Platz. Ja, aber der Andreas Oehrlich kriegt noch vom Achim Krause Druck. Definitiv. Der Christian Rückert, ja, guck mal, der Christian ist auch wieder dran. Ja, klar. Rückert ist ja nur leicht in den Rambo rein, hat nochmal so einen Stups gegeben, der dann zur endgültigen Drehung geführt hat. Und konnte ja vorbeifahren. Dahinter, Herzig hat sie richtig erwischt. Und jetzt werden wir mal gucken, wo kommt Rambo 28. Machen wir einen Screenshot. Kommt an die virtuelle Pinnwand im Forum, wa? Naja, Facebook. Nein. Auch also, gut draußen. Das soll jetzt nicht so klingen, als würde ich dem Alex das gönnen, um Gottes Willen. Das Rückert jetzt schnellste Rennrunde, 37.377. Das gönnt man überhaupt niemandem, egal wie er unterwegs ist. Sowas gönnt man also keinem einzigen Piloten, weil
Da nagt jetzt schon der eigene Hass schon ganz genug, ja, also ja, wirklich. ja, Aber nochmal, das ist tatsächlich so, bist du, ich meine, klar, der Ehrgeiz vom Alex ist ganz klipp und klar zu sehen, schnellster Pilot im Feld will nach vorne. Das hat Schumi auch oft genug bewiesen und ist dann gecrasht. Aber es gehört leider gut gefangen. Ganz wild. Hör mal. Der Krause, ey, der ist ja der völlig krank. Der tanzt da Lambada mit dem Auto. Ja. Das ist ja. Aber der Punkt ist wirklich, der fährst du so auf der absoluten letzten Rille, dann ist einfach die Gefahr wirklich potenziert, dass sowas geschieht. Und er hätte noch wirklich 11 Runden gehabt. Er war auf dem 4. Platz. Ja. Und 11 Runden für einen Alex Rambo ist wirklich, das sind Welten, da kann der um andere noch Kreise fahren. Er hat's, ich meine, wir haben es gesehen, wie er am Rückert vorbeigegangen ist. Er hat genug Druck ausgeübt, auf eine sehr, sehr faire Art und Weise, super Manöver vorbeigegangen und dann wurde er leider ein bisschen zu ungeduldig. Ja. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von diesem Format mit den zwei Rennen und den gedrehten Aufstellungen im zweiten Rennen. Ja. Und wir fahren das bei uns in der Liga, ja, ich weiß nicht ganz, so lange ich denken kann. Und da zeigt sich immer wieder, dass derjenige, der am geduldigsten fährt und am fehlerfreisten fährt, immer die besten Ergebnisse einfährt. Weil Fehler passieren einfach und wenn du die Geduld hast zu warten, bis dein Vordermann den Fehler macht, kommst du nach vorne. Mit einer Brechstange verlierst Jens, du nur. Wir haben mit unserer kleinen Krawallknutschkugel hier, mit unserem Cup Clio in Dubai, laut Papier, eigentlich nur die Chance gehabt, auf den 5. Platz zu fahren. So, wir haben einfach gesagt, wir fahren konstant schnell, wir bleiben geduldig und gucken, was passiert. So in der Nacht haben wir dann den Wagen auf 1 gesetzt, hat uns dann technischer Defekt auf 3 zurückgeworfen, aber immerhin, ja. Und das ist genau der Punkt. Klar, 24 Stunden ist was anderes als 18 Runden, aber auch bei 18 Runden kann viel passieren und da muss man vielleicht mal ein, zwei Ründchen gucken, was macht überhaupt der vor mir? Wo kann ich mir den denn mal so richtig zurechtlegen? Genau. Rambo, schnellste Rennrunde, 36,095. Na, der hat einen Hals. Der also hat der richtig Hals jetzt. Es ist mal locker 1,6 Sekunden schneller als das war Landgraf in seiner besten Runde. Oh, da ist auch mal eben von 28 direkt auf 25 vor. Aber das, was du sagst, ist es eben genau, das ist das, was auch für mich das Rennenfahren ausmacht. Einfach dieses Geduld haben. Das ist so das, was ich in meinen Briefings immer wieder predige. Leute, gerade im zweiten Rennen stehen mal Leute vorne, die bremsen 10 Meter früher als ihr. Guckt euch das eher an. Ihr müsst nicht ranfahren und 2 Kurven später vorbei sein. Jens, das Problem an der Geschichte ist, auch ich als Pilot, wenn ich hier sitze und klugscheißen darf, ist das alles ganz, ganz easy, ja? Wenn du hinterm Steuer sitzt, ist das alles ganz easy. Oh, Engelhardt! Ja. Jürgen, was machst du da? Er sucht die Abkürzung. Ja. Ups, und jetzt berührt er sich. Mensch, Jürgen. Ja. Aber wirklich, sobald du hinterm Steuer sitzt, dann da sieht die Welt irgendwie ganz anders aus. Ja, aber im gesetzten Alter entwickelst du da schon ein bisschen mehr Ruhe und Übersicht. So? Und ich habe keine Ahnung. Und klang doch jetzt gut, oder? Also dann gehöre ich noch nicht zum gesetzteren Alter, du, also. Und der Öhrlich hält sich nach wie vor auf 2 und solange der Krause da hinten mit dem Rückert zu kämpfen hat oder vorher mit dem Rambo, kann der Öhrlich sich halten und der macht das fantastisch. Ah, guck mal, das ist Wahnsinn. Wer stand da? Ups, allein, jetzt habe ich es überrundet. Aber dass der Christian Rückert, der bleibt geduldig, er bleibt fair, schwer am Achim Krause einfach vorbeikommt. Ja. Obwohl ich einfach behaupte, dass der Rückert sicherlich schneller fahren könnte. Ich glaube, wenn er vorbei wäre, würde Krause nicht kontern können. Jetzt versucht er es. Nein. Oh, nee. Das aber, hat er sogar noch verloren. Aber fair gefahren, ja. Muss ich sagen. Ganz, ganz. Also Entschuldigung, wenn ich das sage, ohne jetzt jemanden angreifen zu wollen, aber das ist ein ganz, ganz anderes Überholformat. So würde es auch in der Realität aussehen. Weil das Problem ist einfach, du fährst dir die Karre sonst kaputt. Ja. Ja, lob mal den Christian ein bisschen, der kann das gebrauchen heute. Der ist heute durch 1000 Höllen gegangen. So, nee, aber ganz klipp und klar, der fährt sauber. Er fährt. Oh! Guck, was sag ich? Er bleibt geduldig und überholt direkt 2 und ist prompt auf der 2. Position. Ja, genial.
Ja? Absolut genial. So. So, und der Julian ist jetzt dran nach ihm. Genau. Wäre fast noch vorbeigekommen. Der Julian ist eigentlich nur, weil er so lieb ist, hat er da nicht noch reingehalten, weil ich glaube, der schon, der wäre noch durchgekommen. Aber der hat ist vom Gas gegangen. Hey, ja, Achim, das, ja. Ja, es sah gar nicht wild aus vom Achim. Also ich kann nur nicht mal sagen, was da passiert ist. Ich denke. Oh! Sandro. Mensch, wow. Alter Falter, hat der die Karre abgefangen, ey. Das gibt's ja gar nicht. Respekt. Ja. Und hält sogar noch seinen Gegner hinter sich, den Daniel. Ja. Aber jetzt. Ah, ich denke, der hat die Reifen richtig durch. Was macht Daniel hier? Ja. Ich denke, dass das beim Achim irgendwie 5 Meter zu spät gebremst oder so. Michael wird's auf 9. Michael, hast du deine Tür nicht repariert oder findest du die so schick? Aber das ist ein tolles Ergebnis, Michael. Mach mal weiter so. Halt mal bloß jetzt den Andreas und den Maxi hinter dir. Richtig. So, hier geht's natürlich überall noch zur Sache. Wir zeigen eigentlich viel zu wenig von hier. Das sehe ich selber. Oi. Das ist Kiesbett. Ole Schulz war das. Genau. So, Mario Schili nähert sich auch den Top 10. Blinzelt ein bisschen vorne rechts. Aber völlig egal. Ist nur zusätzliche Kühlung. Sowas nennt man optimalen Gewichtsabbau. Ja, es gibt Modifikationen tatsächlich, wenn du dir da vorne links eine Beule reinfährst, fehlt dir der Topspeed. Fährst du dir die rechts auch wieder rein, fährt das Auto wieder gerade und schnell. Okay. Kämpft er da um den Platz 8? Ja, der Daniel ist vor dem... Ah nee, das ist der Dirk, alles klar, ja, Entschuldigung. Ja, ja. Jetzt sind wir hier bei Sandhausen. Und Michael Wenzel. Genau. Ja, die Jungs haben alle Spaß hier, definitiv. Oh! Wer hat sich da gedreht? Andreas Borde. Und der hängt voll auf dem Körb. Ich befürchte mal... Uiuiui. Ja, der traut sich jetzt auch nicht. Nee, der hängt nicht auf dem Körb. Der kann fahren. Aber der traut sich nicht raus. Weil hier... Er kann eigentlich nur zurück und versuchen, parallel wieder auf die Strecke raufzufahren. Aber ich befürchte, jetzt. Eieiei, das Rad da vorne. Nee, das kann er knicken. Das kann er knicken. Ja. Da bringt es auch nichts mehr, jetzt noch zu versuchen. Das sah nicht nur nach Plattfuß, ich glaube, da war auch die Aufhängung geschraubt hinten. Damit der Michel wird's auf 8. Sensationelles Ergebnis. Ja, und hier immer noch eine tolle Gruppe. Andreas, der Achim, der Julian. Ja. Hab auch gerade mal auf die Zeiten geguckt, die hängen ja richtig eng noch zusammen. Ja, ist unglaublich, oder? Die ersten 4 innerhalb von 6-7 Sekunden. Ich glaube, der Sascha vorne denkt sich, oh, macht mal weiter da hinter mir. Ja, aber definitiv. Er fragt sich die ganze Zeit, wo bleiben die denn? So, Freunde, der Alex Rambo hat mal eben 10 Plätze schon wieder gut gemacht. Ist auf 18. Ja, Sascha wird hier seinen zweiten, oder nicht wird, wird wahrscheinlich seinen zweiten Laufsieg holen. Ich glaube, ich bringe dem Glück, wenn ich zugucke. Ja, ich glaube auch. Mensch, Julian, wenn du mich überholen kannst, dann kannst du auch den Achim Krause überholen. Also gib mal Gas. Ah. Ja. Das ist doch jetzt nur positiver Druck, ne? Ja, ja, genau. Ja. Wenn ich einen der Fahrer erwische, dass sie im Livestream während des Rennens anhaben, dann setzt es aber heiße Ohren, das glaubst du ja. Das nennt man Multitasking, glaube ich. Ja. Vor allem ist das unglaublich gut für die Internetverbindung. Ah. Ah, Krause macht extrem Druck.
Kurze Info vom Dennis Erner, ist in die Leitplanke eingeschlagen, Reifen war kaputt und er ist nicht mehr bis zurück in die Box gekommen. Ja. Ach, Dennis, du Ärmster. Ja. Aber tolle Leistung, kannst du auf jeden Fall drauf aufbauen. Die hätte mich wahrscheinlich schon am Start gedreht. Also, du hättest aber wahrscheinlich nicht so weit vorne gestanden, oder? Wieso, wenn ich 10. Ja, 10. muss man auch erstmal werden. Danke für die Erinnerung. Ah, sind wir großzügig. Ja, ich merke das schon. Ich mag euch auch. Ja. Ja, ja. Du kannst dich irgendwann revanchieren, glaub das. Ah, diese Schikane hier, wie bitter zu fahren hier. Wenn man dann hinter dem. So, in so einer Situation und man kann nicht vorbei, weil da ist kein Platz. Die ist ja ähnlich wie, wo ist das Suzuka, ne? Kurz vor Start-Ziel ist auch ja, so ein Ding. Genau. Aber der Andreas Oerlich macht da einen richtig guten Job. Das aber hätte ich nicht geglaubt, dass der den Achim so lange hinter sich halten kann. Ja. Was meinst du, was der jetzt für eine trockene Zunge hat? Ja, definitiv. Und für eine feuchte Hose. Robin Hasse auf 11, René Herzig auf 10. Das sind verdrehte Welten. Und wie nennst du ihn? The Wall, Robert Stratner auf 12. Ja. Ja, das ist leider Gottes, sind das die Ergebnisse, die er den, bis auf Franz Hatch eigentlich die ganze Saison eingefahren hat. Und eigentlich ist er ein Top-5-Fahrer. Und was ihm diese Saison jetzt so zurückwirft, okay, er musste sich ein anderes Lenkrad kaufen, weil das, was er hatte, gibt's nicht mehr oder gab's nicht mehr, ich weiß nicht genau. Jetzt hier der Angriff. Ja. Aber da gibt's direkt den Konter. Oder? Oh nein! Ach, das war ein. Nein, das ja, ist eine Überrundung, denke ich, ne? Ja, aber nee. Und Julian geht auch noch mal Julian, durch! Komm, Julian, gib Gas! Rechts unten ist das Gas, los! Nichts gegen den lieben Andreas Oerlich, aber Julian, ich gönn's dir. Komm. Und Oerlich versucht Platz zu lassen, kommt zu heftig über den Körper und wunderbar. Nee, aber fair, ganz fair. Schaut euch mal das an mit den drei Jungs. Das läuft so fair. Also habe ich gerade wirklich einen Gänsehautschauer, weil das ist wirklich toller Motorsport, ja, der ganz, toll. Ganz, ganz viel Respekt ausgetragen wird. Das ist klasse. So, Meister Rambo ist auf 14. Zwei Runden hat er noch. Runde. Ja, zumindest ist er dann in den Punkt. Nee, das konnte nicht gut gehen. Andreas, das war ein bisschen zu spät gebremst. Ja, es gibt dann Lichthupe. Hier wird mit allen Mitteln gekämpft. Ja, klar, hat Andreas auch ein bisschen die. Ich meine, er ist jetzt Fünfter, ne? Also von 3 auf 5. Ja, aber du siehst, so schnell geht das, ne? Ja. Und da hinten kommt auch noch der Sandro gefahren. Naja, der muss ja auch noch ein bisschen was machen, ne? Wenn er dem Jens gerecht werden möchte. Ja. Ja, dem Christian Rückert gehen vorne, glaube ich, die Runden aus. Also entweder kontrolliert der Sascha Landgraf das da vorne perfekt. Also der Christian verringert den Abstand so. Zehntel für Zehntel, aber sind jetzt in der vorletzten Runde. Auf dem dritten sind es. Aber was natürlich schade ist, Kurt Mildenberger, Andreas Borde, Enrico Herzig, Jürgen Engelhardt und der Dennis Erner leider ausgeschieden. Ah, guck mal, wir haben aber noch einen, der Maxi Wolter wird gerade gemeldet als did not finished. Ja. Das ist aber auch ärgerlich. Ja. Nein, was sehe ich denn da? Die Säuferkarre im Kies, wer war das? Im Augenwinkel gesehen. Michael Wirz war eben 8, jetzt ist er 9. Was passiert da? Das ist der Dirk Sassmannshausen, ist von 17 auf 20. Ja. Nee, Michael ist ja. Und ist jetzt ausgeschieden, der Dirk, ja. Ah, verdammt, in der vorletzten Runde. Ne, in der letzten Runde sogar, oder? Ja.
So, Julian macht jetzt hier nochmal ernst und da hinten der Sandro auch. Es ist natürlich jetzt extrem schwer. Normalerweise müsste man jetzt beim Führenden sein. Also ich finde, der Julian, der krallt sich jetzt nochmal ganz kurz den Achim Krause. Der Achim Krause wird jetzt ein bisschen müde, hat gut gekämpft, wackerer Bursche, und der Julian geht aufs Podest. Das würde mich freuen. Ja, guck mal, Sascha, super vorne weggefahren. Ganz tolle Sache. So, wir müssen jetzt aber wirklich vorne zum Ersten. Der kommt nämlich jetzt gleich über Start und Ziel. Ja, die ersten beiden. Oder die ersten beiden, genau. Und der Landgraf hält hier den Rückert in Schach. Also, da gibt's aber auch da zu wackeln. Großen Respekt an den Christian Rückert. Er hat sich lange zurückgehalten, ist super fair gefahren. Ist der Nutznießer dieser einen Geschichte da gewesen? Passt ja, alles. Definitiv. Herzlichen Glückwunsch. Also jetzt kann er nicht mehr verlieren. Selbst wenn der Sprit alle wäre. Herzlichen Glückwunsch an Sascha Landgraf. Das sagt mal der Mantel Porsche. Gewinnt mit 6/10 Vorsprung vor Christian Rückert. Platz 3 geht an Achim Krause. Platz 4 für Julian Siedenbiedel. Platz 5 für Andreas Oerlich. Platz 6 an Sandro Petrocello. Und der Andreas freut sich auch noch über seinen 5. Platz, da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir auch sicher. Das glaube ich auch. Aber das waren so geile Fights, die die Jungs da eben gezeigt haben. Tolle ja. Sache. So, Marco Meyer auf 7, auf der 8, Mario Schili auf der 9, Michael Wirtz auf der 10, Robin Hasse auf der 11, René Herzig, na, der freut sich tatsächlich noch, das möchte ich bezweifeln. Platz 12 für Phil Ostaschewski, da freue ich mich. Ich kann mich nicht ersinnen, den Phil schon mal so weit vorne gehabt zu haben in dieser Saison. Robert Stratner auf 13, Alex Rambo auf 14 und Daniel Streblow auf 15. Jens. Dann mache ich das Feld mal komplett. Auf der 16 haben wir den Michael Wenzel. Auf der 17 Fred Dunke. 18 Ole Schulz. Auf der 19 Daniel Borowski. 20 Steffen Streblow. Auf der 21 Kai Matt. Auf der 22 Axel Schweiger. Ja. Auf der 23 Lars Borkowski. Auf der 24 Andreas Braun. 25 Frank Flipsen. 26 Yves Mlekos. 27 Tom Krüger, schon ausgeschieden. Ebenfalls ausgeschieden Dirk Sassmannshausen, Maxi Wolter, Kurt Mildenberger, Andreas Borde, Enrico Herzig, Jürgen Engelhardt und leider auch Dennis Erner. Genau. Ja, sensationell. Also wir sind ziemlich begeistert. Der zweite Lauf hat es richtig in sich gehabt. Also da kann man definitiv von ganz fantastischem Motorsport sprechen. Ist ja nicht so, dass wir das hier selten hätten. Nein, nein, das passiert schon deutlich regelmäßig. Und ja, wir werden sehen, was die Herrschaften uns gleich erzählen im Interview. Ihr habt den Screen schon im Livestream. Das heißt, wir warten jetzt auf die Laufsieger des ersten und des zweiten Laufs. Und ja, und jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir die auch tatsächlich hier alle zusammenkriegen. Dass wir. Oh nee, das stimmt nicht. So, die Herren Rambo, Rückert und Krause hätten wir hier gerne. Und die Herren Landgraf, Herrn Rückert und Herrn Krause jeweils nochmal. Auch, naja gut, wir müssen eh auf Achim warten, also. So, der erste ist da. Sascha, Glückwunsch. Jo, dankeschön. Guck mal, kaum schaue ich wieder zu, gewinnst du. Ja, hat mir echt Glück gebracht. Kannst du öfters machen von mir aus. So. Na, na, na. So, jetzt kommen sie so langsam, der Michael Würzel. Ja, Mario. Meine Herren, ich bitte zum Interview. Ich weiß, ihr hört das nicht oder hoffentlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, bitte einmal jetzt. Alle noch oben beim BMS Racing 1 Diskussion. Ja, kann gut sein, dass die jetzt erstmal
So, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Jetzt haben wir so langsam miteinander. Und die zweitwichtigste Person in diesem Rennen, die haben wir da, nämlich den dritten Platz im ersten Rennen. Achi, mein Lieber, herzlichen Glückwunsch. Mensch, ja, Kinder. Danke. Ja, wie fühlst du dich? Ja, durchnass. Ja, das war klar. Ich habe schon zweimal gesagt, okay, das dauert jetzt ein bisschen, also einmal schon während des Rennens, dass du erstmal nach dem ersten Lauf, dass wir uns nicht so sehr beeilen brauchen. Ja, brauche ich Sauerstoffzelt. Ja, Sauerstoffzelt, Dusche und weiß ich nicht was alles. Ja, und dass das jetzt auch ein bisschen dauert, war klar. Achim, es war ja im ersten Lauf eigentlich noch einigermaßen ruhig. Ja, ruhig ist übertrieben, aber ja, überschaubar. Ich hatte wirklich den Robin, der war wie eine Zecke hinter mir. Also, den Runden klebte. Ich habe mir in den Rückspiegel geguckt wie nach vorne. Ja. Aber dann hat er irgendwo einen Fehler gehabt oder einen Platten, ich weiß es nicht, dann war er auf einmal weg. Ja, nichtsdestotrotz, das Ding hast du gut nach Hause gefahren. Ich glaube, ich meine, klar, du gehörst zumindest in die Top 5 dieser Fahrer hier. Nur ist aber am Podium zu fahren, vor allem im ersten Lauf, immer noch ein bisschen was anderes. Bist du davon ausgegangen, dass du aufs Podium kommst, oder hast du es vorgenommen? War das Ziel? Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich an dem Robin vorbeikomme, dann kann es vielleicht klappen, aber dadurch, ich wäre noch auf normalen Weg wahrscheinlich an ihm vorbeigekommen. Hat dann halt einen Fehler gemacht in der Schikane, jetzt ins Kies. Ja. Dann war ich halt vorne und wenn ich einmal vorne bin, dann habe ich hinten eine 5-Meter-Achse drin. Ja. Die ist dann so breit wie 5 Meter. Und dann nach Hause gefahren. Ja. War super. Ja. Hat Spaß gemacht. Genau. So, kommen wir bei dir auch gleich zum zweiten Lauf. Achim, da ging es ja nun mal ein bisschen anders zur Sache. Was hast du denn da getrieben? Also ja, wir haben uns da so ein bisschen, na, nicht amüsiert, aber schon auch so ein paar Vergleiche herangezogen vom Fahrstil her. Das war ja mehr als haarig, ne? Ja gut, mit Alex habe ich leicht berührt hinten. Da habe ich mich auch schon für entschuldigt. Was ein bisschen hart war, war, glaube ich, das Manöver gegen den Hörlich in der Spitzkehrrunde. Da habe ich mich wirklich verbremst, da war ich zu spät auf der Bremse. Bin aber auf der Bremse stehen geblieben, damit er vorne bleibt, vor mir. Dadurch kam natürlich der Christian dann vorbei. Ja. Ich habe ihn dann extra vorbeigelassen. Ja. Aber der Rest war eigentlich, fand ich jetzt nicht so... Nein. Ich meine genau die Situation mit Andi Hörlich, weil der hat ja ein sensationelles Rennen gemacht. Ja, also der war auch super schnell unterwegs heute. Ja. Zwei Drittel des Rennens auf seinem zweiten Platz da unterwegs. Das war schon... Auf den Schlag zwei Plätze verloren, das war sicherlich sehr ärgerlich. Ja, mit Sicherheit, ja. Nur leider, wie gesagt, ich habe direkt gebremst, habe ihn vorgelassen. Der vor mir bleibt. Aber wie gesagt, der Christian war direkt hinter uns und er hat natürlich die Chance genutzt und ist beiden vorbei. Genau. Ja. Jens, dann würde ich dir jetzt den Christian mal überlassen. Ja, liebend gern. Christian, nach Brands Hatch, war das jetzt wieder hier Gutmachung? Zufrieden? Ja, natürlich. Zweimal Platz 2 ist genau das, was ich mir erhofft habe und hat geklappt. Wobei ich glaube, dass im zweiten Rennen ein bisschen mehr drin gewesen wäre, wenn das Rennen noch 2-3 Runden länger gegangen wäre. Ja, also das waren genau meine Worte. Dir gehen die Runden aus am Ende. Ich habe gesehen, dass du da die Zeiten ein bisschen abknabberst. Ja. Aber erzähl mal gerade von diesem 3-4-Kampf, den ihr dazwischendurch gerade im zweiten Rennen hattet. Eben mit dem Andreas Oerlich, mit dem Achim Krause. Von hinten hattest du ja auch noch Druck vom Julian. Das muss doch irre gewesen sein, oder? Ja, man muss halt da schauen, dass man eben nicht zu früh oder zu spät auf der Bremse steht. Sonst rast man A, dem vorderen rein, oder B, der andere überholt, so wie es Alex bei mir gemacht hat. Da hat es dann eine Kollision gegeben und dann habe ich mir gedacht, juhu, bin ich wieder durch. Also das war ein munteres Auf und Ab und bis dann Achim den Fehler machte und viel zu spät gebremst hat, habe ich mir gedacht, oh, ob das nicht knallt und dann muss man ihm vorsichtig sein, ein bisschen aufpassen. Aber Platz 2, was will man mehr? Also ich bin mehr als zufrieden. Uns hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, da dir zuzuschauen bei diesen ganzen Duellen, weil es sah einfach immer kontrolliert und fair aus, also toll, weiter so. Ja, war ein bisschen, ein paar Kontakte mit Alex und mit Achim waren da, aber das gehört ein bisschen dazu. Das macht auch Spaß, muss man sagen. Schön. Okay, ja, auch von mir noch herzlichen Glückwunsch. Olli, magst du den Alex dir vorknöpfen? Hoi! Alex, also wir waren begeistert von deinem Überholmanöver dem Christian gegenüber, wo er ein bisschen weit nach außen gekommen ist und du richtig mit Affenzahn da durchgestochen bist. Dafür erstmal großen Respekt, leider hat es sich ja danach ein bisschen zerschossen. Wie hast du die Situation erlebt?
Ja, also die erste Situation mit Christian war ziemlich plötzlich. Er war da ein bisschen spät dran oder ein bisschen weit außen und dann kriegst du selber einen Schreck und musst die Situation sofort ausnutzen und vorbeigehen, weil einfach mal so vorbeifahren ist ja schwierig. Und danach, ja, war der Kampf halt mit Achim und mit Christian und ja, habe mich da ein bisschen verschätzt in der letzten Kurve und da gab es einen leichten Schlag von Christian und dann habe ich auch noch einen Fehler gemacht und bin wieder zurück, rückwärts auf die Strecke und da kam, glaube ich, Der René. Der René Herzig. René und konnte da nicht mehr ausweichen. Dann hatte ich einen Platten hinten links und musste an die Box und von da an, ja, war Rennen vorbei. Dann Ja, ist auch der wobei da hast du ja noch Bodenrennen. richtig Zahn gegeben. Ne? Da hast du drin direkt erstmal die schnellste Runde aus der Box rausgejagt und hast ja von 28 dich noch auf 14 wieder vorgefahren. Ja, von daher war es okay, aber trotzdem. Da waren zu viele Fehler nachher drin. Man ist dann einfach raus aus dem. Dann kommt ein Fehler und kommt noch ein Fehler und da war nachher Schadensbegrenzung letztendlich. Also was wir gesehen hatten, war im ersten Lauf, war natürlich von dir die absolut perfekte Leistung. Schöne vorneweg. Wir mussten dich erstmal ein bisschen suchen gehen auf dem Track, bis wir dich wieder eingefangen hatten. So viel Vorsprung hattest du. Das war eine ganz, ganz tolle Leistung. Im zweiten war es ja so, durch das Feld pflügen ist natürlich immer schwer. Und ich weiß ja selber als Pilot, die Geduld da nicht zu verlieren, auch wenn man weiß, verdammt, ich bin ja eigentlich doch viel schneller als der Vordermann, ist schon schwierig, oder? Ja klar, weißt es ja selber, wie es ist. Und gerade schwierig ist, wenn du halt im hinteren Drittel fährst. Und ja, die Leute bremsen halt teilweise etwas früher oder haben weniger Kurvenspeed und es ist extrem schwer, da überhaupt erstmal sich umzustellen und umzugewöhnen und halt einen Tick früher zu bremsen und da aufpassen, dass man niemanden behindert. Also es ist ziemlich schwer. Wenn man vorne wegfährt, hat man seinen Rhythmus drin. Und dann klappt es wunderbar, aber im zweiten Rennen ist immer so ein bisschen ja, heikel. Ja, das haben wir gesehen, haben wir auch gesagt, ey, er ist so gut wie er fährt, da fehlt einfach ein bisschen die Geduld, aber das ist, wie du so schön sagst, auch so eine richtige Rhythmusgeschichte. Es ist in dem Moment, meine Jungs, ihr fahrt da ja wirklich Stoßstange an Stoßstange. Also, und jetzt muss ich auch den Alex so ein bisschen als Rennfahrer da in Schutz nehmen. Es ist dann scheiße schwer, wenn man dann auf einmal weiß, ah, okay, ich bremse an dem Grashalm und auf einmal ist dieser Grashalm aber 10 Meter weiter vorne oder so. Das ist Sekundenbruchteil und da ist nicht jede Berührung auch gleichzeitig bös gemeint oder sonst irgendwie was. Aber wir haben es am Christian gesehen, der hat super toll sich zurückgehalten, hat gesagt, ich beobachte das erstmal, ich lege mir die Leute zurecht und ist dann ja durch das kleine Malheur wirklich direkt mit 2 Plätzen nach vorne gerutscht. Also ich kann nur sagen, Respekt an alle, die hier wirklich gefahren sind, ganz, ganz tolle Leistung und vielleicht in eigener Sache muss ich auch nochmal den Michel Wirz ein bisschen loben. Erste Top-10-Ergebnis, alter Recke. Und jetzt hat sich das aber ausgejujujuit. Micha, bist du da? Ja, ich bin hier. Ja. Glückwunsch zum 8. Platz. Also ich muss ja sagen, wir hatten ja zwischenzeitlich ja nicht mehr dran geglaubt, aber das ging ja dann relativ schnell. 10, 9, 8 und klar, da war noch irgendein Ausfall dazwischen. Aber nichtsdestotrotz, coole Nummer. Erzähl mal. Ja, also am Ende war es 9. Der Mario ist noch vorbei an mir. Oh, Ah, der okay. Mario war auf 8. Du Lusche. Im Endeffekt war es für mich so, ich habe eigentlich gar nicht so viel mitbekommen bei mir. Ich habe nur irgendwann den Alex an die Box fahren sehen und so bin ich irgendwie immer weiter vor. Einen Platz nach dem anderen und plötzlich war ich Achter, aber der Mario war dann zu schnell für mich. Und dann kam auch noch der Robin und irgendwie die letzten 3, 4 Runden hat auch der Reifen, der wollte nicht mehr. Ich habe zu viel auch beim Bremsen gemacht, sage ich mal. Also zu viel stehende Reifen auf jeden Fall und dadurch hatte ich dann am Schluss ziemliche Probleme und wollte halt nur noch irgendwie in den Top Ten heimfahren, was dann auch Gott sei Dank noch geklappt hat. Wunderbar. Aber Lutz, vielleicht kann ja Jens nochmal mit seinem Geheimfavoriten Ja, sprechen, wie er das Rennen gesehen hat. genau. Weil Genau, das den ist hat. eine gute Idee. Ja, wir hatten nämlich jeder einen Favoriten. Meiner hat gewonnen. Den müssten wir Ja. vielleicht irgendwie auch noch zu Wort kommen lassen, bevor wir Genau. zu den Geheimfavoriten kommen. Sascha, herzlichen Glückwunsch zum 2. Laufsieg. Jetzt hier im 2. Rennen. Ich bin schwer begeistert. Also ich hoffe mal, also ich meine, du wirst jetzt noch 2, 3 Läufe brauchen, dann hast du den Alex da vom Thron gestoßen und was machst du denn dann? Nee, also ganz bestimmt nicht. Danke erstmal für die Glückwünsche.
Ja, ich bin auch begeistert. Also, ich habe das erste Rennen war schon top gewesen. Also, da hat alles gepasst. Und im zweiten natürlich dann das i-Tüpfelchen. Ich weiß gar nicht, wie ich da vorgekommen bin. Auf einmal auf Platz 2 habe dann den Andreas vor mir gehabt, habe ein bisschen abgewartet. Guckt halt, wo ich vielleicht vorbeikommen kann, weil ich wusste, dass ich schneller bin. Und irgendwann, ich glaube Runde 6 oder 7, bin ich dann vorbei. Und konnte dann auch so ein bisschen meinen Vorsprung ausbauen. Am Ende war es noch ein bisschen eng, wo der Christian dann kam. Da hatte ich noch so ein bisschen ja, Bammel gehabt. Hab dann auch alles gegeben, also habe dann auch 37er Zeiten gefahren, die ich im ersten Rennen gar nicht gehen konnte irgendwie. Und ja, am Ende natürlich dann war glücklich über den Sieg. Ja, definitiv. Also kannst du auch sein, weil, wie gesagt, machen wir doch mal einfach so. Wir nehmen jetzt den Jens mit seinem Favoriten und dann den Olli, der hatte nämlich auch einen Favoriten und die waren alle unterschiedlich. Die holen wir uns jetzt alle noch hier einzeln rein. Ich habe ja zwei gehabt. Naja, komm, jetzt übertreibt man nicht. Du hattest einen. Du hattest einen. Gut, mit dem einen, okay, das ist ja okay. Okay. Nee, aber Sascha, nochmal kurz zu dir. Also die Steigerung ist da, definitiv. Also auf alle Fälle zur Vorsaison. Gut, die Saison davor, also wenn man jetzt mal das gesamte Vorfeld der letzten Saison sieht, ich meine, letzte Saison bist du Vizemeister geworden und das auch nur durch eine strittige Entscheidung, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz ist die Saison davor Meister. Ich meine, du hast schon noch drauf und ich glaube, jetzt so ein bisschen Selbstbewusstsein kommt jetzt auch zurück, weil die ersten Läufe lief es ja nicht so wahnsinnig gut. Ja, es ging also gerade jetzt hier im Brands Hatch, das letzte Rennen ist ja gar nicht gelaufen bei mir. Da hatte ich auch kein gutes Gefühl. Also die Strecke war halt auch nicht so meins, sage ich mal. Jetzt hier war es ganz anders. Also die Strecke liegt mir viel besser. Und ich sag mal so zu den Top-Leuten, von der Top-Speed her fehlt mir noch ein bisschen. Das merke ich auch im Rennen. Also gibt es einfach schnellere Leute. Ich hatte einfach Glück gehabt, dass ich jetzt vorne war, dass ich einigermaßen so die Speed halten konnte. Dass ich konstant gefahren bin, das war wichtig. Und ja, dann hat halt alles zusammengepasst für den Sieg. Ja, also fantastische Sache. Glückwunsch nochmal auch an alle anderen, die hier unterwegs waren und durchgekommen sind. Also das gesamte Rennen war insgesamt wirklich richtig gut anzusehen. Mal von den Crashes mal abzusehen und dass es Kollisionen gibt bei so einem Fahrerfeld, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Das wiederholen wir eigentlich jedes Mal. Ist Gelaber. Das ist nur einfach so. Nichtsdestotrotz übergebe ich jetzt mal an Jens. Ja, Jens, dein Favorit. Ich glaube, er ist noch da. Ja, hoffe ich doch mal. Muss man mit dem schimpfen. Warum hast du nicht gewonnen? Sandro Petrocello, du warst ganz klar mein Favorit. Hab gesagt, du hast im ersten Rennen dich so sauber durchs Feld gearbeitet, nachdem du zurückgefallen bist. Standest jetzt auf Platz 5. Hast ja auch richtig Gas gegeben und dann hast du einen Bock gebaut, oder? Was war da los? Oh, bist du verrückt, dass du mich als Favoriten siehst? Die Quoten waren gut. Was war los? Also, erste Rennen leider am Start abgeräumt worden, also so einen Schlag bekommen, dass es mich eingedreht hat. Dann ein bisschen vorgearbeitet, ich glaube, Sechster war es dann gewesen, also lief noch ganz gut. Zweiten Rennen, ja, da habe ich auch so einen Eck aufs Vorderrad bekommen, so ein Klaps, als ich mit dem Christian da zusammen in diese dritte Kurve ist es da die Haarnadel durchfahren wollte. Dadurch hat es mich halt auch eingedreht. Ja, und dann mit ein bisschen zu viel Wut im Bauch versucht wieder irgendwie davor zu kommen. Ja, und dann extra Platz, glaube ich, dann heimgefahren. Also mehr war einfach nicht drin. Wie im ersten Rennen noch die Gruppe vor mir erreicht mit Julian und so, aber dann sind mir leider auch die Runden ausgegangen, um da irgendwie nochmal ein Überholmanöver irgendwo starten zu können. Also es lief erstaunlich gut, was im Gegensatz zu den Trainings vorher. Also bin auf jeden Fall trotzdem noch zufrieden. Ja gut, das klingt ja schon mal zumindest ganz versöhnlich. Ich hätte dich gerne weiter vorne gesehen. Boah, ich mich auch. Ja, Olli. Wo ist er denn? Ja, ich bin noch da. Also Ja, keine Ahnung. ja. Nee, Ja, Quatsch, jetzt keine Ahnung, machen wir keine Angst. deine Favoriten. Ich muss mal gucken. Ja, also der eine J ist ja da, der Julian. Ja, Julian, hör mal, mein Freund.
Hat dir schon mal jemand verraten, das Gaspedal ist unten rechts, ne? Also das hätte ja eigentlich noch ein bisschen schneller gehen müssen, du. Ja, wenn ich Zeit zum Training gehabt hätte, allemal. Und mir dann nicht kaputt gegangen wäre. Ich habe gesagt, verdammt ich nochmal, der hätte jetzt das Podium richtig gut verdient. Aber da muss ich auch sagen, Respekt an den Achim. Der hat sich ja richtig fett da gemacht mit seiner 5-Meter-Achse da. Also. Ja, das hat leider nicht ganz geklappt. Ja, ich konnte für das Rennen leider auch nicht so viel trainieren. Als ich gestern wollte, ist mir der Lenker kaputt gegangen. Und nachdem ich dann heute um 16 Uhr, glaube ich, endlich Ersatz gefunden habe, ein anderes, ja, kann ich eigentlich erst kurz vorm Rennen richtig trainieren. Lutz, Jens, also, hört ihr immer diese Ausreden? Also diese jungen Piloten, ne? Also das ist also unglaublich. Weißt du, so wäre... Also ich sag noch, ich töne hier noch sogar, der überholt sogar mich, dann kann er auch den Achim Krause überholen. Ja, und dann bleibst du dahinter. Ja, aber was ist denn das? Ich war so froh, dass ich so weit nach vorne gekommen bin, ohne richtiges Training. Und da wollte ich einfach den Platz nicht wegschmeißen. Nee, gut gefahren. Also vor allen Dingen, Jungs, ihr seid da in diesem Pulk, ihr habt ja richtig hart gefightet. Ihr seid so sauber, so fair gefahren. Das hat man, also ich hab nach dem ersten Lauf gesagt, sag ich zu Lutz, boah, ich bin ja fast eingeschlafen. Das war ja richtig langweilig, ne? Ja, so hat er es nicht gesagt. Aber... Ja, aber so ungefähr. Ja. So, und der zweite hat alles rausgerissen. Das war mal wieder Action pur. So wollen wir das sehen. Und tolle Sache. Ja, meine Herren. Hat Spaß gemacht. Ja, da hat es definitiv. Ich fand auch den ersten Lauf gar nicht so. War halt schade mit der Startkollision, dass ich das dann erstmal ein bisschen auseinandergezogen hatte. Aber nichtsdestotrotz insgesamt wirklich wieder eine großartige Vorstellung aller hier. Wir haben uns auch die Mühe gegeben, oder wir haben uns Mühe gegeben, möglichst viel auch aus dem mittleren und hinteren Feld zu zeigen. Das ist in einem Sprintrennen über 30 Minuten extrem schwer, wenn überall wirklich gute Zweikämpfe sind, dann die Autos durchzuschalten, wo gerade nicht so wahnsinnig viel passiert, weil man immer irgendwelche Situationen dann dadurch verpasst. Also bitte habt da so ein bisschen Nachsehen. Und ja, also im Großen und Ganzen, Jens, was würdest du sagen? So, das Mutter, der Dreier, der war doch super, oder? Ja. Ich komme jetzt mal so ein bisschen Platz gedrückt vor. Ja, jetzt habe ich direkt zwei, die mich verbessern ständig. Also ich finde es genial. Ja, genau. Nichtsdestotrotz, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch für auch uns hier. Und gut, der kleine Fauxpas am Anfang mit dem fehlenden TeamSpeak-Client vom Broadcast-Rechner hier bei uns im Channel, das lassen wir mal dahingestellt sein. Nichtsdestotrotz, denke ich mal, war es ein toller Rennabend und ich freue mich auf richtig viel Spaß in Silverstone. Und ja, bis dahin wünsche ich euch auf alle. Ihr habt gesehen, dass das auf den 18. verschoben wurde, aufgrund des Rosenmontags. Wir haben ja zu viele Katholiken, rheinländische Katholiken, die hier irgendwelche Alkoholorgien hinter sich bringen müssen. Also von daher haben wir das verschoben auf den 18. Bis dahin wünsche ich euch richtig gute Zeit und wir hören uns dann aus Silverstone wieder. Bis dahin viel Spaß, vielen Dank nochmal an alle und tschüss.